Moin Moin, Servus und Hallihallo. Kurz vor dem Urlaub wird es noch einmal richtig kontrovers. In 90 prallen Minuten wird um das perfekte Licht gezankt, der Out-of-Cam-Begriff filettiert und sowieso wieder eine Menge Spitzfindigkeit betrieben. Da wird genüsslich die Fotokunst aus Arztpraxen verrissen und aus Versehen Gruppenfotos verhunzt. Viel daraus gelernt haben wir natürlich nicht, dafür aber aus Büchern und YouTube. Es wird also wieder kontrastreich. Viel Spaß! Willkommen, Folge 94, Kontrastraum, Schatten und Licht, der People-Fotografie, heute mal andersrum. Und wie immer beginnen wir, Martin, mit einer Entschuldigung. Sorry, sorry, dass ihr meinen Sohn und meine letzte Folge so im Hintergrund mit dabei hattet. Naja, wir haben eigentlich keine Podcast-Gäste, aber manchmal machen wir Ausnahmen. Ne? Der wollte sich halt auch mal in den Vordergrund drängen. Das ist halt einfach so. Und so schlimm habe ich es jetzt, man hört ein bisschen im Hintergrund, aber so schlimm war es jetzt, glaube ich, auch nicht. Ja, wir werden es alle überleben. Dann habt ihr zumindest alle mal den Grund gehört, warum das in letzter Zeit etwas unregelmäßiger als üblich stattfindet. Und jetzt gleich noch eine Entschuldigung, und zwar in deinem Namen, Martin, denn du machst Urlaub, enttäuscht damit alle und bist der Grund dafür, dass dann irgendwie kommende Folgen ausfallen werden. Nee, das lasse ich so nicht auf mich sitzen. Du bist schuld, weil ich habe dir ja angeboten, du kannst dir ja einen anderen Gast reinholen in der Zeit. Ach so, ja. Nee, ich habe entschieden, wir machen einfach Sommerpause. Bis, ja. Es ist ja auch wie lange bist du denn weg? Ich bin bis zum 18. weg auf jeden Fall. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was das eigentlich für ein Tag ist. Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Freitag, also sprich, die nächste Folge gibt es dann vermutlich am 21. Sollte ich mich nicht entscheiden, nie mehr aus dem Urlaub zurückzukehren. Ja, geht's wohin? Müssen wir wieder besprechen, was für Fotosachen du in deine Tasche packst, oder hat sich seit Folge nichts daran geändert? Da hat sich nichts daran geändert. Also ja. Ich werde noch weniger einpacken, nämlich wahrscheinlich am Ende irgend so eine Kompaktknipse, die ich gerade noch, aus dem Keller rausholen muss oder so. Mhm. Ich habe da ja noch so 2 bis 3 Kompaktknipsen liegen. Hauptsache, du vergisst Akkus und Ladegerät nicht. Nein, natürlich nicht. Das passiert auf gar keinen Fall. Siehst du hier im Hintergrund das Gestänge? Ja. Siehst du, dass da ganz viele leere Haken dran sind? Ja. Ich habe nämlich. Da gehören normalerweise Filme zum Entwickeln hin. Ach so, nee. Ich bin ja nicht so ein analoger Typ, ne? Aber guck mal hier, ich habe ja alles quasi abgebaut hier, mein ganzes Studio. Steht alles hier schon zusammengepackt. Fertig. Und kann sein, dass das jetzt während deines Urlaubs umzieht. Ja, dann muss ich mal schauen, ob ich dann was zu berichten habe oder nicht. Wo zieht es denn hin? Na, auf jeden Fall aus der Wohnung raus. So viel verrate ich, mehr noch nicht. Also gut. Ja. Dann lassen wir das Thema dabei. Ich bleibe aber in der Stadt auf jeden Fall. So wie ich dich kenne, vermutlich im selben Viertel. Nee. Nee? Nee, das nicht, nee. Okay. Ich hätte es gedacht, das ist so fußläufig irgendwie. Ja, das wäre natürlich geil, ne? Aber die mich kennen, wissen, und die meine Adresse bei Google gesucht haben, wissen, ich wohne halt mitten in der Innenstadt, und das ist jetzt auch nicht so super easy, mal eben gerade ein Studio zu bekommen. Das ist total easy. Wenn du ein paar tausend Euro auf den Tisch legen kannst, ist das bestimmt total easy. Ist wie in Bayern wahrscheinlich. Dann kriegst du eine wunderschöne Luftwohnung, wo du ein Studio einrichten kannst, ja, genau. Was dich ein Vermögen kostet. Genau. Ja. Müsste ich meine Preise vielleicht ein bisschen anziehen. Ja. Ein bisschen verfünffachen oder so. Ja, schaut bei so ähnlich aus. Also von daher. Ja. Kennen wir ja alle. Martin. So, was war denn die Woche? Schieß mal. Nix eigentlich. Außer, ich muss gerade überlegen, ob das jetzt diese Woche war oder schon die vergangene. Ich glaube, ich habe es auch schon erzählt. Ich habe ein bisschen mit Generative Fill rumgespielt. Habe ich das schon erzählt? Jein. Mit der Photoshop-Funktion, ja. Das fand ich ganz, ganz gut. Doch, das habe ich schon erzählt, auf jeden Fall. Nee, sonst war echt nichts los, muss ich sagen. Ich habe mein Studio zusammengepackt. Kann ich daraus was berichten? Ich frag mich, wann sich der ganze Kram angesammelt hat. Weil ich wohne jetzt ja echt hier auch erst ein Jahr. Da bin ich, vor einem Jahr bin ich umgezogen. Die ganz alten Hasen hier von unserem Podcast,
die können sich daran erinnern, dass das schon mal Thema war, Studioumzug hier. Und dass ich davon geschwärmt habe, so viel auszusortieren und so. Und ich habe ehrlich gesagt, ja, es ist wieder mehr geworden. Einfach so. Kannst gerne mal bei mir vorbeikommen und mein Studio mit umziehen, falls das mal passiert. Dann weißt du, was mehr ist. Man muss natürlich hier und da schon ein bisschen ausmisten. Ja. Aber so viel ist da nicht mehr zum Ausmisten, ehrlich gesagt. Ein paar neue Sachen dazugekommen, aber die finde ich auch sehr gut. Die möchte ich auch behalten. Das ist wie immer, hast du mehr Platz, hast du auch mehr Geraffel. Das ist irgendwie so eine Krankheit irgendwie. Ja, das stimmt schon. Das ist einfach so. Naja. Ja, bei mir gab es die Woche tatsächlich auch nicht wirklich viel. Ja, ein Auftragsshooting. Ja. Business-Porträts, mal ganz was anderes. Aber ansonsten total entspannt. Also was sind denn deine Top 3 Tipps für Business-Porträts? Top 3 für Business-Porträts. Mhm. Weil eigentlich ein total interessantes Thema, finde ich aber trotzdem total schwer, jetzt Top 3 zu sagen, weil es für mich total stark davon abhängt, was der Auftraggeber haben möchte. Okay, oder sagen wir so Do's and Don'ts von Business Portraits. können wir auch kurz uns annehmen. Auch das hängt bei Business Portraits meiner Meinung nach total stark vom Auftraggeber ab. Die Frage ist halt, für wen oder was sind diese Business Portraits? Ne? Bestes Beispiel, immer machst du Business-Porträts für ein Manager-Magazin. Jetzt stellen wir uns mal so diese klassische Pose vor, ne? Verschränkte Arme und ich bin der Boss. Oder machst du Business-Porträts für ein Mitarbeiter-Magazin, dann solltest du so eine Pose bitte tunlichst sein lassen. Also in meiner Welt jedenfalls. Es gibt natürlich Chefs, die wollen sich so darstellen, aber in meiner Welt würde ich sagen, nee, bitte nicht, auf gar keinen Fall. Du bist ja schon nah dran. Ich gehe noch mal einen Schritt weiter raus. Was ich ja so spannend finde manchmal, oder häufig ist, kommst in so einen Betrieb und sagen wir mal, da sind dann irgendwie 10, 20 Mitarbeiter oder so und du sollst sie alle mal knipsen für die Webseite. Das finde ich so spannend, weil das ist halt total anders als das, was man sonst macht. Ja, normalerweise hast du irgendwie einen Kunden und der will ein schönes Foto von sich haben und du machst viele Fotos von einer Person. Und so machst du irgendwie nicht so viele Fotos von vielen Personen. Ja, du kannst ja nicht für jede Stunde Zeit lassen. Nein. Und dann hast du da Männlein und Weiblein, alt und jung, so und so und so und so und so. Und du willst jetzt auch nicht, also sollst ja auch nicht, irgendwie bei jedem irgendwie ein anderes Lichtsetting machen, ja, sondern ja, du musst irgendwie so ein One-Fits-All so ein bisschen, ne? Und das ist total spannend. Jetzt sind wir beim Punkt. Ja? Spannend finde ich es eigentlich erst dann, wenn diese Porträts am Arbeitsplatz stattfinden, weil dann hast du nämlich bei jedem Porträt irgendwie ein anderes Licht vorherrschend. An dem Schreibtisch von der Person meinst du sozusagen? An dem Schreibtisch oder an dem Arbeitsplatz. Was halt auch das kann ein Fließband sein, das kann ja alles Mögliche sein. Und dann wird es erst richtig interessant. Das andere sind einfach nur Porträts. So richtig interessant wird es eigentlich erst, glaube ich, wenn man die Leute in ihrer Arbeitsumgebung abbildet. Dann wird es interessant. Weil dann wird nämlich auch plötzlich Licht interessant, weil dann hast du diese Lichtsituationen, die du nicht völlig in der Hand hast, sondern du musst dafür sorgen, dass das Licht passt. Ja gut, okay, aber das sind natürlich zwei komplett verschiedene Sachen, ne? Also ich habe jetzt gerade daran gedacht, du hast so ein Einheitssetting für alle, dass du quasi auf einer Webseite, einer Galerie einmal alle Mitarbeiter siehst, die haben alle... Ja, das sind die klassischen Porträtbilder, die niemand mag, wenn man ehrlich ist. Ja, aber trotzdem wird es ja manchmal gefordert und das hat schon so seine Anforderungen, sag ich mal, ne? Weil die Menschen auch so unterschiedlich sind, ne? Ja. Bei dem einen brauchst du eine Minute, bei dem anderen eine halbe Stunde so und das musst du irgendwie kalkulieren alles und... Ja, finde ich aber tatsächlich, also sowas finde ich zum einen gerade langweilig und zum anderen, also es gehört dazu, muss man jetzt nicht drüber reden, aber es ist eigentlich gerade langweilig und zum anderen, also bei solchen Bildern geht es ja nicht so um Emotionen rüberzubringen oder irgendwie sowas, sondern es geht einfach nur darum, dass derjenige vor der Kamera nicht unbedingt auf einem Bild ausschaut wie ein dahergeschlappter Turnschuh, sondern dass man halt sagen kann, freundlicher Mensch. Und das kriegt man ja mit relativ geringem Aufwand hin. Also jedenfalls bei den meisten Menschen. Es gibt natürlich die Menschen, die stellen sich da hin und haben sowieso schon keinen Bock. Und das Erste, was du von denen zu hören bekommst, ist, ich habe eigentlich gar keine Zeit, gehen wir jetzt nicht auf den Sack mit den Fotos. Genau. Das ist meistens so die, interessanterweise, die Mittelmanager-Schicht, also die zweite und dritte Ebene in einem Unternehmen. Aha.
Ja, das habe ich schon, also das habe ich schon öfters. Das sind so die ganz wichtigen Menschen im Unternehmen, die haben nie Zeit für irgendwas. Ja, okay. Und ja. Ja, keine Zeit habe ich jetzt irgendwie noch nicht so häufig gehört, eher so, aber mit mir wirst du es schwer haben. Ich gefallen mir immer ja, das, nie. Ja, das hast du durch alle, das hast du durch alle Schichten. Ja, ja, genau. Das hast du, aber da muss ich sagen. Und dann immer so, ja, ja danke, selbsterfüllende Prophezeiung, weiß ich schon Bescheid. Ja, nee, das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Solche Menschen kriegst du ja leicht geknackt, relativ. Viel schlimmer sind wirklich die, ich habe doch gar keine Zeit und was weiß ich was. Und die humbeln dann meistens auch vor der Kamera wirklich so rum. Und kriegen es einfach nicht hin, 20 Sekunden ihren Arsch auf dem Hocker oder sonst irgendwas sitzen zu lassen oder im Stehen oder wie auch immer. Mhm. Das finde ich viel schlimmer. Mhm. Ja, und Zeit haben und Zeit nehmen sind halt immer, ne, das sind aber zwei Sachen, die voneinander unabhängig sind. Der Chef des Unternehmens weiß das meistens, der bringt auch nicht viel Zeit mit, aber die Zeit, die er mitbringt, die gibt er dir. Ja, weißt du, was ich meine? Er ist am Ende wahrscheinlich auch der Auftraggeber, ne? Ja, das zum einen natürlich, aber solche Menschen sind auch anders. Weißt du, wenn die da sind, sind sie auch da. Mhm. Und also das ist so meine Erfahrung, nicht nur aus der Fotografiewelt, sondern auch aus der Berufswelt. Es gibt die einen, die sind da und sind dann auch für dich da. Und dann sind die anderen, die sind da und sind eigentlich geistig zwar, also die sind körperlich anwesend, aber geistig irgendwo anders. Mhm. Und mit solchen Menschen zu arbeiten, ist natürlich extrem schwer. Mhm. Solche Menschen irgendwie bei der Stange zu halten und beim Thema zu halten, egal ob es ein Fotoshooting ist oder ein geschäftliches Meeting oder was auch immer, die geistig schon wieder beim nächsten Termin sind, ja, da wird es halt schwierig. Mhm. Dann gibt es halt also, irgendwelche Bilder. Am Ende, aber am es ist Ende, vielleicht, dass ja. Vielleicht ist der Trick dann, dass man den Chef, den ganz obersten Chef mit beim Shooting im Raum lässt. Ja, da hat der keine Zeit dafür normalerweise. aber am Ende, wie du schon sagst, am Ende gibt es irgendwelche Bilder. Aber wenn einer nicht will, ja, dann gibt es halt ganz ehrlich, dann gibt es halt irgendeins, wo er scheiße drauf ausschaut und er wird sich danach beschweren, dass er drauf scheiße ausschaut. Und ich sage, ja, mit Recht. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, was soll das? Also ich rede jetzt mal, also die wenigsten wissen ja, wo ich arbeite und das ist jetzt auch mal ganz gut so, weil, also wir haben auch Mitarbeiterbilder, die ein Fotografieunternehmen bei uns macht und jedes Mal, wenn ich die Bilder denke ich mir so, okay, Leute, ihr habt auch nichts gelernt und nichts dazugelernt oder irgendwie so in der Richtung oder, also die Bilder sind eins wie das andere schrecklich. Mhm. Und also das fängt bei Vorbereitung an. Das geht weiter mit dem, wie das Shooting abläuft. Mhm. Klar, am Ende ist es eine Frage der Bezahlung immer. Ne? Das muss man natürlich auch immer klar sehen. Ne? Wenn einer 5,50 Euro für ein Passbild kriegt, dann hat er nicht viel Spielraum. Aber wir beide wissen, mehr Geld heißt auch nicht bessere Bilder immer. Nein, das heißt es auch nicht. Aber ich muss auch immer so lachen, wenn ich dann bei uns so die Galeriebilder mir anschaue. Also zum Beispiel mein eigenes, dann denke ich mir so, okay, nee. Ich sehe schon einige Leute eifrig googeln jetzt. Ja, es steht nirgends, deswegen, das wissen die wenigsten. Macht nichts. Ja, also gerade solche Geschichten sind ganz lustig. Aber wie gesagt, wo ich Business-Porträts oder allgemein so Porträts bei der Arbeit, nenne ich es jetzt mal, völlig absolut interessant finde, ist wirklich in einer Arbeitssituation. Ja. Das finde ich viel interessanter. Wobei es halt wirklich da auch so ein bisschen drauf ankommt, ne? Wenn man stellt, dass sich jetzt so vor, manche Leute arbeiten dann in so richtig spannenden, interessanten Arbeitsplätzen, ja, du hast irgendwie so einen Betrieb, der was, also besten noch produzierendes Gewerbe, einer schweißt, einer im Büro, weißt du, der nächste sitzt im Gabelstapler. Ja. Klar, das sind natürlich auch geile Sachen, ne? Es gibt natürlich auch Betriebe, in Anführungsstrichen, ein bisschen langweiligere Sachen haben oder wenn die Location einfach nichts hergibt und sowas. Wenn du jetzt natürlich beim Finanzamt, ne, also wenn du jetzt beim Finanzamt ein Teamshooting machst, ne, also boah, da gibt es bestimmt aufregendere Jobs, um es mal so ganz. Dann lieber Studio-Setting, weißt du? Ja, genau. Als irgendwie die 100 Schreibtische da mit irgendwelchen. Bitte spitzen Sie jetzt Ihren Bleistift. Mit irgendwelchen Schreibtischen, wo noch so ein Kuscheltier drauf ist und sowas, weißt du? Kennst ja diese Büros. Ja, kenne ich. Arbeite hier auch im öffentlichen Dienst. Ich kenne das auch noch. Und nachher denke ich mal nur so, wohnst du hier oder arbeitest du hier? Es gibt übrigens, wenn wir gerade dabei sind, ne, ich bin bei einem Ohrenarzt, ich sage den Namen nicht,
wenn ich was mit den Ohren, Hals-Nasen-Ohren habe, dann gehe ich zum Hals-Nasen-Ohrenarzt meines Vertrauens und der ist total super. Ich liebe ihn, hätte ich fast gesagt. Aber was da total Geiles ist, der hat sein ganzen Behandlungszimmer voll mit Familienbildern. Und zwar, wenn man mal so eins hat oder zwei, hat ja jeder Arzt irgendwo, das kennt man schon, ne? Aber der hat sein Zimmer so dermaßen voll tapeziert mit Bildern, die der Tochter gemalt hat, Fotos und so weiter und so fort. Da denke ich mir so, wow, das ist irgendwie schon ein bisschen schräg. Ja, oder das waren die Patientinnen, also die Patientenkinder. Nee. Das ist so bei uns so üblich eigentlich. Ja. Nee, also was ich immer feststelle, ist in Wartezimmer von Ärzten oder so, anscheinend haben die alle das Hobby Fotografie, ja? Stelle ich fest. Du findest unheimlich oft so Fotos aus. So Reisefotos, keine Ahnung, bisschen. Ne? Reisefotos, so ja. Arizona, also oder auf der Route 66 mit der Harley oder irgendwie sowas. Ja. Und das hängt komischerweise in einem sehr großen Teil von Wartezimmern oder Gängen von unzähligen Ärzten, die ich da kenne. Man sieht es sofort. Also, manchmal gar nicht so unspannende Fotos, aber ganz häufig so gar nicht, also null bearbeitet. Und daran erkennt man so ein bisschen, dass es der Arzt wahrscheinlich selber gemacht hat. Ja. Wobei ich sagen muss, wir haben in Bayreuth gibt es einen Arzt, der auch solche Bilder hängen hat und die sind sogar richtig gut. Mhm. Also da muss man mal wirklich sagen, also Hut ab, das sind richtig, richtig gute Landschaftsaufnahmen. Warum soll ein Arzt nicht fotografieren können, ne? Also. Ja. Der kann so hinten, kann er bestimmt auch fotografieren. Ich meine, wir machen Fotografie auch als Nebengewerbe. Vielleicht macht der das auch wenn er es nicht nötig hätte. Oder als sehr ambitionierter Hobbyist. Nee, ich glaube, der macht das so nur im Urlaub für sich irgendwie so, glaube ich. Aber es sind auf jeden Fall sehr coole Bilder. Aber bleiben wir mal beim Licht kurz. Gern. Ich habe da heute einen anderen Podcast gehört. Ja. Letztes Mal habe ich dir noch gesagt, wie er heißt. Und diesmal musst du mir helfen, vom Christian Seidel, der Podcast. Carsten Seidel. Wie heißt denn der Podcast jetzt wieder? Das habe ich objektiv betrachtet. Ja. Heißt er, glaube ich. Mhm. Genau. Und Folge 2. Die reden da irgendwie am Anfang über richtige Lichtsetups und so weiter und so fort. Aber das hat mich so ein bisschen getriggert. Weil. Grüße schon mal. Ja, also das hat mich so ein bisschen getriggert, weil richtiges Lichtsetup, ne? Was ist denn ein richtiges Lichtsetup? Ich probiere jetzt mal einfach die Meinung stark zu machen von den beiden. Zum Beispiel Licht von unten macht man ja eher nicht so, oder? Nee, außer man will Horrorgeschichten erzählen. So, also dann gibt's ja schon so ein bisschen richtig und falsch vielleicht. Ich versuche die Meinung jetzt mal stark zu machen. Also, okay. Wie soll ich es jetzt sagen? Also, reden wir jetzt über das Handwerk oder reden wir über Kunst? Nee, mal wieder. Weder noch. Okay. Reden wir einfach über Licht. Und ich glaube am Ende, es gibt Falsches. Oder, nein, gibt es nicht. Es gibt Licht, das nicht zur Situation passt. Oder zum Modell. Körpergesicht oder sowas. Oder zum Modellkörpergesicht oder was auch immer. Ja. Also nicht zur Situation. Woher diese Situation auch die Parameter kommen. Also sei es von der Uhrzeit, sei es vom Model, sei es von irgendwas. Es gibt Licht, das nicht zur Situation passt. Wir unterstellen einfach mal, wir wollen Licht, was so eine ästhetische Lichtsetzung wollen wir haben. Lass mal das Wort ästhetisch weg, okay. Weil, worauf ich hinaus möchte, ist, auch ein Unterlicht kann zur Situation passen. Wir stellen uns jetzt mal irgendwelche ollen Dracula-Filme vor. Ja. Die haben sehr viel mit Unterlicht gearbeitet damals. Und Martin, nicht nur da, denn beim klassischen Studiolicht, was ich habe, ist ja immer ein Reflektor von unten vielleicht auch mit dabei oder so. Ja, das ist ja nur ein Auflicht, aber nicht das Hauptlicht von unten. Ja, aber Licht von unten ist also auch... Ja. Hat auch seine Richtigkeit. Also, naja, deswegen muss ich mich selber auch ein bisschen korrigieren. Ja. Auffälllicht und Unterlicht ist ein Unterschied, weil das eine ist wirklich nur zum Aufhellen der Schatten, das andere ist das Hauptlicht, das von unten kommt. Ja. Und das hat auch durchaus seine Berechtigung, weil wenn ich so eine Stimmung erzeugen will, wie in einem alten Dracula-Film, dann muss ich so arbeiten wie in einem alten Dracula-Film. Und das heißt, ich muss das Licht von unten kommen lassen. Deswegen sage ich bewusst, es gibt nicht schlechtes Licht, sondern es gibt ein Licht, das nicht zur Situation passt. Da wäre dann das Beauty-Licht vielleicht nicht so angebracht, ne? Genau. Aber ansonsten, jetzt sind wir mal ehrlich, ist Licht einfach nur
Geschmackssache. Es gibt ein paar Licht-Setups, die funktionieren, wo man weiß, okay, wenn ich das Licht da und da hinstelle und das Model so und so ausrichte, dann habe ich am Ende mit Sicherheit ein einigermaßen vernünftiges Bild. Da kann wenig schief gehen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt so an so ein 30 Grad Licht von vorne denke, Licht von oben kommen mit einer großen Softbox, was willst du da verkehrt machen? Mhm. Kann jeder. Mhm. Ist einfach so. Mhm. Ist das einfachste und simpelste Lichtsetup, das man sich eigentlich wahrscheinlich vorstellen kann. Mhm. Auf dem aufbauend kann ich bis zu 10 Blitzen machen, was ich will. Also sind wir doch ehrlich. Also darauf hinaus will, ist eigentlich, am Ende ist es reine Geschmackssache. Es gibt ein paar Sachen, die, wo man weiß, die funktionieren. Es gibt Sachen, die persönlich Leuten nicht gefallen. Aber gibt es wirklich das richtige oder das falsche Licht? Ich sage ehrlich gesagt, nein, wenn maximal, es passt halt nicht zur Situation. Warum passt es nicht zur Situation? Weil wir es nicht so gelernt haben oder weil wir es nicht so kennen. Aber vom Prinzip her, ganz ehrlich. Ich finde zum Beispiel, man könnte zum Beispiel noch ergänzen, wenn du jetzt wirklich Personen hast, die, sagen wir mal, besondere Körper- oder Gesichtsmerkmale haben oder sowas, dass man da durchaus auch Lichtsetzung machen kann, die so entstellend wirkt so ein bisschen, weißt du, oder die irgendwie überhaupt nicht, die irgendwie vielleicht so Sachen, die die Person an sich nicht gut findet, nochmal unterstreicht oder sowas, ne? Da würde ich sagen, das ist schon auch irgendwie Licht, das nicht zur Situation passt, weil bei einem anderen Model wird es passen. Ja, das nicht zur Situation, Licht. Sondern nicht, also nicht zu den Menschen. Zu den Umgebungsvariablen, wo auch immer die herkommen. Genau, sei es wie gesagt, sei es Tageszeit, sei es Model, sei es was auch immer. Und was ich noch sagen wollte, ist, das ist ja die Lichtsetzung auch. Wenn wir jetzt über Licht sprechen, muss ich auch sagen, es gibt natürlich auch Lichttechnik, die manchmal einfach nicht passt, ne? Also jetzt ganz blöd, du bist unterwegs, schleppst keinen Riesenscheinwerfer mit oder du hast nichts, kannst keine Softbox drauf machen, richtig, oder kannst irgendwie vielleicht eine Temperatur nicht einstellen oder die Intensität oder sowas, ne? Also es gibt natürlich auch wirklich Lichttechnik, die auch manchmal nicht passt zu dem, was man braucht, ne? Oder zu dem, was vielleicht gut wäre, wenn man was Bestimmtes erzielen will, ne? Gibt's ja auch. Natürlich gibt's das auch, ne? Wenn ich draußen bei Sonnenuntergang shoote, dann sollte ich halt schauen, dass meine Lichtquelle irgendwie vernünftigerweise ein warmes Licht abgibt und nicht irgendwie 2000 Kelvin in die Gegend schmeißt, ne? Also das sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Von daher, ja. Nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ich hasse das, dass eben, und das passiert unheimlich oft, und das siehst du auch unheimlich oft auf YouTube und irgendwo, und lerne das perfekte Lichtsetup und was auch immer, und Halligalli, und hast du nicht gesehen, und im Endeffekt lernen alle, dass es wohl anscheinend nur 5-6 Lichtsetups gibt, die funktionieren, und alles andere ist scheiße. Und das wollte ich eigentlich mal darauf hinaus. Licht ist Geschmackssache am Ende des Tages. Und ein mathematisches Rezept, aus welchem Winkel und aus welcher Höhe Licht und mit welcher Intensität und mit welchem Lichtform am Licht kommen muss, damit ihr das perfekte Bild macht, das gibt's einfach nicht. Das Schlimme ist, ich werde in meinen Workshops auch öfters danach gefragt, ne? Ich muss jetzt auch wieder dran denken, weil ich habe jetzt für den September die ersten Workshops wieder ausgeschrieben, unter anderem einen Blitzworkshop. Und ich weiß, bei meinem ersten Blitzworkshop war nämlich jemand dabei, der hat dann mitgeschrieben und hat genau hingeschrieben, aus wie viel Grad, also aus welcher Richtung, mit wie viel Grad quasi der Blitz gestanden war und in welcher Höhe hat er noch ausgemessen, der Blitzkopf war und was weiß ich was. Und ich habe mir so im Stillen gedacht, was soll das? Das macht halt nichts, weil du hast ja eine ganz andere Situation zu Hause dann auch, ne? Ja, erstens hast du eine andere Situation und zweitens hast du auch, wenn ich auf diese Art an Bilder herangehe, glaube ich, da fehlt mir. Ja. Also fotografieren ist keine Mathematik, weißt du, was ich meine? Nein, aber ja. Aber nein, aber ja, aber nein, aber ja. Guck mal, ich habe zum Beispiel auch manchmal bei bestimmten Bildern, dann habe ich im Studio jetzt wohl bemerkt bei mir, ne? So, dann habe ich irgendwie Lichtsetup gehabt und habe irgendwie eine Fotoreihe gemacht und habe dann gesagt, verdammt nochmal, ich muss jetzt irgendwie einmal dieses Setting abfotografieren und mir selber schicken und dann noch dazu schreiben, wie ich das eingestellt habe und so, damit ich das nochmal machen kann.
So, damit ich das nochmal genauso hinkriege. Ja, also welche Diffusor, bei den Neolumas hast du ja mehrere Möglichkeiten, welche Diffusorkombination, in welchem Abstand, mit welcher Softboxgröße, wie hatte ich das die Lichtquelle eingestellt, was habe ich vielleicht noch als Reflektor da, wie war der gesamte Aufbau einfach so, ne? Weil ich denke, boah, das Licht ist jetzt gerade so, wie es jetzt ist, so geil, ich muss das mal kurz einmal einfrieren für mich, dass ich das einmal kurz weiß, dass das im Zweifel irgendwie nochmal genauso nachbauen kann, ne? Weil das ist jetzt irgendwie gerade genau das, wie ich mir das vorstelle, so, ne? Und das finde ich schon, das macht schon Sinn. Allerdings braucht man dann halt auch wirklich eine Umgebung, die immer gleich ist, damit das auch funktioniert. Also das auf jeden Fall, ne? Weil sonst macht das gar keinen Sinn. Nee, genau. Ja. Also wenn ich mit Rest, in dem Moment, wo ich zum Beispiel jetzt alleine, ne, ich kann ja im Studio sein, aber in dem Moment, wo ich mit Rest Tageslicht arbeite oder mit Tageslicht vermischt arbeite, in dem Moment klappt das schon gar nicht, weil einmal mehr, einmal weniger, Licht wärmer, einmal Licht kälter, wird nicht funktionieren. Mhm. Ja, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist am Ende, liebe Leute, versucht nicht das Ganze mathematisch anzugehen und versucht nicht das Ganze akribisch anzugehen, sondern macht einfach, probiert es einfach aus. Es tut nicht weh, den Blitz 10 cm höher zu schieben, ein Bild zu machen und wenn es nichts ist, drüber zu lachen und es zu löschen. Ja. Am Ende muss es euch gefallen. Aber. Oh, jetzt kommt das große Aber. Da bist du im Grunde auch dem Marketing auf den Leim gegangen. Denn aus dieser Perspektive haben die alles richtig gemacht. Ja? Also ich würde jetzt erstmal sagen, wir nennen diese Podcast-Folge das perfekte Licht. Oder besser noch, das perfekte Licht in 3 einfachen Schritten oder sowas. Ja? So. Weißt du, ich meine? Also 1, 2, 3, Licht dabei. So, was? Du musst ja, wenn man das aus marketingtechnischer Sicht sieht, dann ist es ja genau richtig, solche Versprechen zu machen. So. Ob man die dann am Ende einhält oder nicht, ob einem das dann mies quittiert wird oder nicht, steht auf einem anderen Zettel. Ja. Aber ich glaube, die Leute sind dann vergeben da und sagen, naja, aber immerhin war es ganz interessant und ich habe vielleicht ein bisschen was mitgenommen und keine Ahnung, selbst wenn sie das dann zu Hause nicht nachbauen können, schieben sie es ja häufig auf sich und sagen, ja, also das Video war irgendwie toll und der hat das mega gemacht, aber irgendwie kriege ich das nicht nachgebaut. Das muss wohl an mir liegen vielleicht auch. Ne? Also wie auch immer, ich will nur sagen, aus Marketing-Sicht sowas zu versprechen, wie mach bei mir ein Coaching oder guck das Video und danach kannst du perfekt Licht setzen. Ja, klar, oder? Ja, klar. Ich sage jetzt wieder ganz ehrlich, wenn mir ein Coach das verspricht, ist der Coach für mich sofort gestorben. Der ist für mich sofort tot. Ja, Martin, für dich ja, aber für die ganz, ganz, ganz große Masse da draußen. Ja. Ja. Ich meine, wenn ich das perfekte Käsebrot verkaufe. Merkst du, dass ich gerade versuche, der großen Masse zu erklären, lasst solche Coaches einfach links liegen? Das ist das, was ich versuche, damit zu erklären. Ja, okay. Ja, ist das richtig. Das ist ein Teil dieser Aussage. Wenn ihr, ich bin ja auf dem Weg zu einer Hinleitung. Du wirst schon noch merken, wann sie kommt. Wenn ihr solche Leute, die mit solchen Versprechen um sich schmeißen, ne? Was anders ist, wenn euch ein Coach sagt, lerne, wie ich es mache. Das ist fein, weil ihr geht da hin und er zeigt euch halt, wie ihr das macht. Und wie ihr das für euch interpretiert, müsst ihr selber sehen. Mhm. Aber wenn einer euch erzählt, lerne das perfekte Licht, dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln, weil es gibt kein perfektes Licht. So, ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt besonders moralisch gut ist, das zu tun, weil es bleibt am Ende ein falsches Versprechen. Aber es ist aus marketingtechnischer Sicht ein wirkungsvolles falsches Versprechen. Das wollte ich nur gesagt haben. Ja, natürlich. ich nenne dich, schreibst du gerade ein Marketingbuch, ein Coachingbuch oder so? Dann war das unsere letzte Folge. Nee, aber gehört mit dazu. Ja, okay. Ja, aber machen wir weiter. Ja, genau. Also, genau. Also, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ich bin der Meinung, es gibt kein perfektes Licht. Und liebe Leute, seid doch mal offen für Spielen. Seid doch mal offen dafür, einfach mal zu probieren. Seid doch mal offen dafür, einfach irgendwas zu machen, was euch in den Sinn kommt, was eurer Meinung nach vielleicht eine Chance hat, gut auszuschauen. Wenn es nichts ist, meine Fresse, dann löscht das Bild einfach wieder. Ach, du sprichst mir so aus der Seele, Martin. Das ist eine Liebeserklärung an meine Art der Fotografie. Vielen Dank. Ja, ich erlebe es halt so oft in Workshops, die Leute sagen, ja, wie mache ich das? Und dann zeigst du ihnen, und dann, ach ja, genau so mache ich das. Ich sage, nein, du sollst es eben nicht genau so machen, sondern das ist nur eine Anregung, das ist nur, wie ich es mache. Ja, das finde ist doch deinen eigenen Weg. Das ist wie, wenn die Leute dich in Workshops nach den Kameraeinstellungen fragen, ne? Dann sagst du, genau, also jetzt das 250. und dann stellen sie zu Hause das 250. ein, stellen fest, ist ja viel zu dunkel. Ja, das ist es ist was Ähnliches. Das ist schwierig, wobei solche habe ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe zwar die Frage nach der Kameraeinstellung, aber da dreht sich mehr, wie arbeite ich im AV oder arbeite ich manuell oder so, aber jetzt nicht nach Zeiten oder so, das nicht. Also das habe ich eigentlich nicht. Ja, bei meinen Fotowalks habe ich das manchmal so.
Ja gut, bei so blutigen Anfängern kann ich mir das vorstellen, wo dann so ganz blutige Anfänger dabei sind. Und dann ist es manchmal auch einfach nicht so, so nach dem Motto, ich nehme mir das jetzt mit für zu Hause und dann probiere ich immer in dieser Einstellung zu arbeiten, sondern nur so, ich will jetzt auch irgendwie nicht im Automodus arbeiten, aber ich will jetzt irgendwie, jetzt gerade auch irgendwie vernünftige Fotos rauskriegen aus der Kamera. Kannst du mir mal eben deine Einstellung sagen, damit meine Fotos jetzt auch mal gerade richtig belichtet sind. Ja, das ist schwierig. Anfänger ist ja auch okay. Das haben wir und Daseinsberechtigung. Ne? Zumal, also ich hatte den Fall mal in einem Outdoor-Workshop und das Interessante war, der wollte partout manuell fotografieren. Mhm. Ich habe zu ihm 100 Mal gesagt, AV ist dein Freund, macht nichts. Er wollte manuell fotografieren. Okay. Mhm. Ich habe gesagt, okay. Dann schauen wir jetzt halt mal auf meine Kamera, weil Belichtungsmesser habe ich nicht dabei. Dann schauen wir uns halt auf meine Kamera mal, was da eingestellt ist. Und dann fängst du halt mal mit diesen manuellen Zahlen an und dann musst du halt sehen, was du nach oben und nach unten korrigieren kannst. So, dann habe ich meine Canon genommen, habe dort die ISO abgelesen, habe aufs Objektiv quasi eingemessen, habe dort die ISO abgelesen, habe die Belichtungszeit abgelesen und so weiter, habe ihm das alles gesagt. Dann hat er es bei sich alles eingestellt und dann kam ein fast dunkles Bild raus. Mhm. Objektivdeckel drauf. Nee, der hatte eine Kamera. Ich sage jetzt nicht den Markennamen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das normal ist. Okay. Aber die hat grundsätzlich 3 bis 4 Blenden unterbelichtet. Grundsätzlich. Immer. Alles. Wir haben es x-mal durchprobiert mit x Einstellungen. Also entweder war die Messung, was das Ding rauskaut hat, defekt oder da war irgendwas anderes defekt. Ich kann mir das auch nicht erklären und nicht vorstellen. Aber Fakt ist, egal was du mit dem Ding gemacht hast, das Ding war grundsätzlich 3 bis 4 Blenden unterbelichtet. Na, krass. Und fand ich auch total krass. Das wird nicht in der Kamera liegen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht lag es auch am Objektiv, aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke eher an die Kamera, dass die Zeiten nicht gepasst haben oder dass da irgendwas intern in der Software verstellt war oder. Ich habe keine Ahnung. Wir haben es nicht. Oder manchmal hat man ja noch einen ND-Filter drauf, aber 3 bis 4 Blenden auch nicht. Nee. Also, wie gesagt, unerklärlich für mich, aber wir haben es nicht geschafft. Wir mussten dem seine Kamera wirklich jedes Mal hochdrehen, damit er eine einigermaßen gute Belichtung hinbekommt. Das war, keine Ahnung. Ist aber schon 2 Jahre her oder so, wo das passiert ist. Krass. So, pass auf. Nachdem ich jetzt 10 Minuten rumgeeiert habe, ne, über gutes und schlechtes Licht, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist ja Tutorials und Coaches und so weiter und so fort, weil Hintergrund der Geschichte ist, der Michael Haug, Fotopirat Berlin, Fotopirat Berlin heißt er auf Instagram, der hat uns ein Thema reingekippt, das ist ganz kurz, aber ich möchte es ein bisschen ausführlicher machen. Mhm. Und zwar, ich möchte heute, weil wir sind vor dem Urlaub und das ist auch das letzte Thema, das wir von Leuten eingekippt bekommen haben. Mhm. Danach habt ihr 3 Wochen Zeit, uns mal wieder Themen reinzuschmeißen. Oh ja. Aber ich finde es ein absolut interessantes Thema. Und zwar, eigentlich ist es nur ein Overrated, Underrated. Geil. Aber ich möchte ein paar Worte mehr darüber verlieren. Overrated, Underrated. YouTube-Tutorials. Ja, weiß ich doch, dass du darauf anspringst, ne? Das so. Rabbit Hole. Genau, das, genau. Jetzt habe ich 10 Minuten rein versucht, den Übergang dahin irgendwie zu kriegen und habe es trotzdem nicht geschafft, aber egal. Ja, YouTube-Tutorials. Also wir machen es kurz, du guckst ja nicht besonders viele davon, oder doch? Nein, nicht wirklich. Und ich habe damit quasi fotografieren gelernt. Ja. Ja. Also ich formuliere es mal weiter aus. Ich habe damals quasi jeden Abend vorm Schlafengehen immer noch mal so ein Stündchen irgendwie YouTube geguckt, sage ich jetzt einfach mal. Und da ging es dann so um ganz verschiedene Themen. Videografie, also eher Videografie, weil das war irgendwie das, worauf ich hinaus wollte damals noch. Kameratechnik und aber auch so Schnitt und so weiter und so fort. Ich kam ja schon mit ein bisschen Erfahrung mit Photoshop, allerdings jetzt nicht so Porträtretusche oder so, sondern eher so ein bisschen Design. Genau, aber dann habe ich mir irgendwie random allen möglichen Kram dazu reingepfiffen, der da war. Natürlich hat man dann irgendwann so seine Lieblingskanäle und sowas. Und ich kann sagen, das bringt schon echt eine ganze, ganze Menge. Nur man muss natürlich auch irgendwie, ja, wie bei allen anderen Sachen auch, musst du schon ein bisschen das auch einzusortieren wissen, was du da siehst. Ja, also wenn das jetzt ein
Tutorial ist für Anfänger oder so, dann musst du schon wissen, okay, an wen richtet sich das jetzt, an was für eine Zielgruppe, was ist das Ziel wahrscheinlich von dem Video, was weiß ich wahrscheinlich schon, wo kann ich vielleicht noch was mitnehmen und so, aber ich kann nur sagen, man lernt da total viel für lau, das ist einfach so, ne? Nur man muss halt auch viel diggen und viel graben und viel angucken und auch nicht alles, was da ist, stimmt manchmal, was die sagen, oder ist auch so easy umzusetzen. Also da wird ja auch manchmal ein bisschen getrickst, ne? Dass sie irgendwie so Sachen ein bisschen irgendwie als einfacher verkaufen, als sie dann letztendlich sind. Oder du guckst irgendwie ein YouTube-Tutorial, sagen wir mal, zu irgendwelchen Photoshop-Sachen oder sowas und du kannst es dann aber trotzdem irgendwie zu Hause bei deinem eigenen Bild nicht eins zu eins so umsetzen. Und wenn du da nicht erweiterte Kenntnisse hast, die Übertragungsleistung irgendwie erlauben, ja, das gilt für die Fotografie natürlich auch. Also wenn da Sachen dann manchmal Tricks gezeigt werden oder so, musst du manchmal schon eine Übertragung machen in eine andere Situation. Und so, das muss man schon ein bisschen Kenntnisse für haben manchmal und so. Und grundsätzlich ist das eine mega Ressource für Wissen und man kann super viel davon lernen. Ja, nur man muss halt auch echt viele Stunden Zeit reinstecken und bereit sein, halt auch Videos zu gucken, die manchmal nicht so spannend sind, bis auf diese einen 5 Minuten irgendwo in der Mitte. Ja, so, das ist es dann manchmal eben auch. Also man darf jetzt, glaube ich, nicht erwarten, wenn man zur YouTube Academy geht, dass das irgendwie immer Spaß macht. Ne? Also wenn man wirklich was lernen will, dann muss man sich auch da ein bisschen durchbeißen. Das ist wie in der Schule auch. Das ist ja auch nicht immer nur Fun. Aber am Ende lernt man halt viele Sachen, die auch nicht so Spaß machen, das zu lernen. Aber es zahlt sich am Ende aus. Ne? Also ich glaube, das ist ganz wichtig. So, dass man auch nicht nur Sachen guckt, die einen persönlich irgendwie interessieren, sondern wenn man wirklich sich wirklich bilden will, dann muss man halt auch ein bisschen sortierter vorgehen und sich dann auch manchmal manche Videos zumuten. Puh, tja. Ja, das muss man schon, man muss nix. Ich kann nur sagen, ich habe ewig viel davon gelernt. Jeden Abend eine halbe Stunde YouTube gucken zu diversen Themen, Fotografie, Komposition, Lichtsetzung, Technik, Photoshop, Lightroom. Was meint ihr, was ihr dann für Fotos macht ein Jahr später? Das wird ein anderes Level sein auf jeden Fall. Wenn ihr euch Bücher kauft, schafft das in einem halben Jahr. Ja, Martin. Das ist meine Meinung dazu. Ja, aber mit Büchern, lernt man mit Büchern zum Beispiel Fotoretusche oder Fotobearbeitung. Wenn das Buch fertig im Druck ist, dann sieht Photoshop schon wieder anders aus von der Oberfläche. Ja, also bei, sowas bei, funktioniert nicht mehr. Also bei Bildbearbeitung bin ich bei dir, da ist YouTube mit Sicherheit die bessere Quelle. Und wenn du Videografie lernen willst, wie willst du das in einem Buch verklickern, ohne dass du die Kamerabewegung siehst? Also das kannst du in der Theorie auch machen, aber manche Sachen sind schon im Video echt einfacher darzustellen. Ne? Ja. Wirklich. Ja, bin ich bei dir. Nicht alles. Bin ich bei dir, wobei ich natürlich bei solchen Sachen immer einen anderen Grundgedanken habe, und zwar man muss immer sehen, auf wen diese YouTube-Tutorials abzielen. Hast du einen Anfänger vor dir oder hast du einen Fortgeschrittenen vor dir? Mhm. Und also ich propagiere ganz klar, wenn ihr Anfänger seid, ich sage jetzt bewusst, wenn ihr Anfänger seid, ist es viel, viel, viel vernünftiger, sich Bücher über die Grundlagen der Fotografie zu kaufen, meiner Meinung nach, als irgendwelche bescheuerten Videos von Leuten anzuschauen, die ein Ahornblatt auf dem Felsen legen und damit meinen, sie schaffen den Vordergrund. Das ist leider so eine YouTube-Krankheit, dass man sich eine Dreiviertelstunde irgendeinen Schwachsinn anschauen muss, um Inhalt rauszuziehen, der eigentlich in 2 Sekunden vermittelt ist. Das ist leider das Problem an YouTube. Deswegen, da hast du natürlich recht, du hast vorhin was Richtiges gesagt, man muss sich Tonnen von der Scheiße anschauen, um wirklich was Brauchbares zu finden. Das stimmt. Und das finde ich halt einfach in Büchern viel besser aufbereitet, wenn man die passenden Bücher erwischt. Bücher haben halt auch die Möglichkeit, einfach mehr ins Detail zu gehen als ein Video, ne? Genau. Das ist halt wirklich was, und dass du nochmal nachblättern kannst. Und genau. Das ist natürlich schon ein bisschen was anderes. Genau, klar. Und deswegen bin ich, also wie gesagt, Bildbearbeitung bin ich bei dir. Bildbearbeitung schaue ich auch ab und zu mal, wenn ich was brauche, wenn ich was Bestimmtes suche, mal ein YouTube-Video an. Mhm. Wobei ich glaube, ich schaue im Jahr ein YouTube-Video über Fotografie. Oder so Camera-Reviews oder so manchmal? Nee, überhaupt nicht. Da bin ich schon auch ein bisschen technisch interessiert. Bin ich auch.
Ich lese die Specs und dann langt es wieder für mich mit Kameratechnik. Ach, das ist auch nochmal was. Magazine müssen wir auch nochmal drüber reden, vielleicht, ne? Aber kenne ich mich auch gar nicht aus, leider. Aber ich lese die Kameraspecs und dann hat es das für mich mit Technik, weil alles, was du. Also drücken wir es mal so aus. Ich bewege mich kameratechnisch in einer Welt, die so hochwertig ist, du ja auch, dass es wahrscheinlich keine schlechte Kamera mehr gibt. Nee. Das ist einfach so. Nee. So, und warum soll ich jetzt anfangen, mir da mit Charts oder irgendwas über, weißt du, was ich meine? Da habe ich keinen Bock mehr dazu. Das habe ich früher mal gemacht, wo wirklich der Unterschied zwischen einer Canon 600D und einer, ach, was weiß ich was, noch gravierend war, wo man gesagt hat, okay, da hast du wirklich einen Mehrwert von der Technik her. Mittlerweile, nein. Also jede dieser Kameras, egal ob es so eine Sony, Nikon, Canon, Panasonic, Fuji oder hast du nicht gesehen, in der Hand nimmst. Aber jetzt muss ich nochmal widersprechen kurz, weil du hast zwar grundsätzlich recht, was jetzt, sagen wir, die Bildqualität angeht oder sowas, ne? Da ist schon alles gut genug. Ja, und die Bedienung kann ich aber nicht sehen in so einem Ding. Die Bedienung muss ich fühlen. Die muss ich in die Hand nehmen. Na. Doch, doch. Ich denke schon. Also man kann schon irgendwie alleine mal den Body zu sehen vor Verkauf und mal zu sehen, ach guck, da ist jetzt ein Joystick, wo vorher ein Knopf war. Oder ach guck, da ist jetzt ein Schulterdisplay, wo vorher keins war. Ja, oder schaue ich mir. Also ich schaue mir das lieber in einem statischen Bild als auf YouTube an. Es geht ja auch, okay. Ganz ehrlich. Ich gehe auf die Webseite von Canon oder von was auch immer und schaue mir das Ding an und das langt mir. Mehr interessiert mich. Ein richtiger Fanboy guckt halt vorher schon mal. Ich bin alles, aber kein Fanboy. Siehst du? Ich schon. Ja, okay. Also ich und bin alles, aber kein Fanboy. Und dann ist es halt ein bisschen was anderes so, ne? Finde ich. Auch wenn ich eingeschworener, das wissen ja die meisten, ich bin ja eingeschworener Kanonianer, hat aber überhaupt nichts mit einem Fanboy zu tun, sondern ich bin einfach der Meinung, dass das halt für mich. Du bist sofort zum Wechseln, Martin. Das auch, ja. Aber es ist auch für mich einfach die beste Möglichkeit, um das zu tun, was ich will. Ja. Es mag durchaus sein, dass es da draußen irgendwo eine Kamera gibt, die besser geeignet wäre für das, was ich tue. Ich habe sie aber noch nicht gefunden und ich habe sie auch noch nicht ausprobiert und am Ende ist es dann natürlich auch wieder eine Geldfrage, ob ich 30.000 Euro in den Wind schieße und mir ein neues System zulege. Das muss man halt alles wissen, weil am Ende, wenn man das mal aufsummiert und wie viel Zeit man da verbrät, bis man sich dann wieder eingearbeitet hat und dann die ganzen Objektive wechselt und so weiter und so fort, das kostet ein Schweinegeld und Schweinezeit. Und am Ende kochen sie alle nur mit Wasser, weil dann kommt wieder die neue, was weiß ich was ums Eck, die plötzlich wieder das eine kann und das andere nicht. Und das habe ich irgendwann aufgegeben. Dieses Spiel, das ist für mich völlig uninteressant. Eine Kamera muss das können, was ich brauche. Und das ist ein AV-Modus, ein vernünftiger, der funktioniert. Eine vernünftige Bedienung, das Ding muss vernünftig in der Hand liegen und dann. Lass uns mal ganz kurz zurückgehen zu YouTube. Ja. Oder waren wir fertig? Wir sind etwas abgeschwiffen. Ja, weil ich hatte nämlich jetzt mich gefragt. Habe ich eigentlich schon mal meine Top 3 YouTube-Kanäle empfohlen? Also wenn, dann ist es lange her. Das glaube ich nämlich auch. Aber das kannst du ja, hau doch mal raus, komm. Jetzt muss ich natürlich spontan und unvorbereitet machen. Das musst du natürlich spontan und vor allem alleine machen, weil ich habe keine Top 3 YouTube-Kanäle. Okay. Also ich habe einen. Nein, es ist kein Top, aber es ist einen, den ich wirklich empfehlen kann. Also ihr könnt natürlich gerne meinen YouTube-Kanal aufsuchen und euch dadurch meine Abos klicken. Das könnt ihr natürlich auch machen. Aber ich werde euch jetzt einfach mal ganz kurz die, ich weiß nicht, ob es eine Top 3 wird oder eine Top 5, aber auf jeden Fall gehe ich jetzt einfach mal kurz durch und sage die ich für besonders lernenswert halte. Einverstanden? Ja, hauen wir raus. Okay, also jetzt in keiner, also eine Top 3 in keiner besonderen Reihenfolge, außer vielleicht irgendwie alphabetisch. Nummer 1 ist B&H Photo Video. Sagt ihr das was? Da hattest du schon mal was dazu gesagt, glaube ich. Genau, also das ist im Grunde ein YouTube-Kanal von einem riesigen Foto-Video-Bedarfsladen. Ich glaube in England. Vermute ich mal, also glaube ich. Und die haben eine Talk-Serie. Ich schaue jetzt mal gerade zum Kanal. Genau, die haben hier nämlich Playlists und dann müsst ihr mal schauen. Also die B&H Talks gibt es auf jeden Fall und da gibt es echt, die haben echt hochkarätige Fotografinnen und Fotografen, die da so Präsentationen machen, Vorträge zu bestimmten Themen, sei es Landschaft, Porträt, Lichtsetzung, Komposition, keine Ahnung. Und da habe ich sehr, sehr viel mitgenommen. Das sind auch Videos, die gehen auch mal länger als 10 Minuten und kann man dann auch schon mal am Abend mit verbringen. Das finde ich total cool.
Dann ein anderer Kanal, habe ich glaube ich auch schon mal empfohlen. Three Blind Men and an Elephant. Das ist, muss ich kurz gucken, wie der Typ heißt. Hugh Brownstone, genau. Der macht immer so, der redet über Fotografie, aber auch über neue Kameramodelle, die rauskommen. Und den hattest du schon mal erwähnt, ja. Genau. Und ich mag den, also ich mag erstmal inhaltlich, was er macht, aber ich mag auch den Typen, weil der hat eine ganz coole, ruhige Art und eine extrem entspannte Stimme. So eine richtig geile Erzählerstimme und deswegen kann ich das sehr empfehlen. Genau, ich gehe nochmal kurz weiter hier. Wenn ich auf dieses B&H-Foto-Video, weil ich wollte ihn natürlich verlinken, ne? Heißt das Ding End Band H? Das ist ja ganz komisch. Genau. Ach, das ist der. B and H sozusagen. B and H. Ja, okay. Ja, genau. Okay. Genau. Genau. Und das andere ist Jesus Ramirez. Von dem habe ich einfach so ultra viel zum Thema Photoshop gelernt. Und ich finde, es gibt einfach weniger Leute, die eine derartige Koryphäe sind in Sachen Photoshop-Training. Und er, sein Kanal heißt auch sprechenderweise The Photoshop Training Channel. Hm. Und der, ich finde, er erklärt toll für Leute, die keine Ahnung haben, aber trotzdem relativ kompakt und nicht zu zeitraubend, unaufgeregt, professionell. Und er deckt so viele Themenbereiche ab von Photoshop. Also mit dem kannst du echt richtig viel lernen, finde ich. Und er hat eine Art, die ich ganz gut finde. Aber es ist auch, das sind wir auch wieder bei so einem Ding, ne? Bei YouTube, am Ende muss die Person dir ja auch so ein bisschen zusagen, die das macht. Und natürlich, ne? Natürlich. Wenn dich die Person nervt, die das da erzählt, hast genau. Du gar keine Lust, da hinzuschauen. Ja, genau. Ganz klar. Ja, genau. Ganz klar. Ja. Dann habe ich noch, es gibt natürlich noch einige mehr. Aber wen ich auf jeden Fall noch empfehlen kann zum Thema Videografie, das wollte ich jetzt gerade auch nochmal machen. Und das ist nämlich das total Verrücktes. Und zwar ist das Captain Disillusion. Das ist eigentlich eher so ein bisschen Comedy oder so. Aber der nimmt sich halt immer Videos vor, die man so virale Videos, die man so im Netz findet. Zum Beispiel, sagen wir mal, so eine Alien-Sichtung oder sowas. Und guckt sich dann an, wie das Video gefaked wurde zum Beispiel. Oder wie irgendwelche Videotricks gemacht wurden und erklärt sozusagen Effekte, die man vielleicht gar nicht erkennt auf den ersten Blick. So, das finde ich ganz spannend, ist aber eher so Thema Videografie, deswegen so ein kleiner Exkurs hier am Rande. Das waren meine Top 3, Top 4 Tipps auf jeden Fall jetzt gerade mal so. Okay, ich verlinke euch die auf jeden Fall in die Shownotes. Und mir dämmert jetzt langsam, wo man nie Zeit hat für Podcasts. Ja. Ja. Ja, ich habe viel geguckt. Jetzt mache ich es auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Ach so. Okay. Ja. Nee, also wie gesagt, man kann da mit Sicherheit viel lernen. Ich bin eher der Buchfreund und deswegen, weil ich zum einen der Buchfreund bin und zum anderen derjenige, der, also ich glaube einfach, dass man für diese ganzen YouTube-Tutorials ein gewisses Grundwissen braucht. Mal mehr, mal weniger, aber man muss halt einsortieren können, gucke ich jetzt gerade was, wofür man Vorwissen braucht oder guckt man eben was, wofür man so gar kein Vorwissen braucht. Ne? Und da häufig kann man das nicht vorher dran sehen und dann ist es manchmal so, okay, ich skippe. Und beim anderen ist es so, ich muss nochmal zurück, weil habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Und beides ist nervig. Ja, das ist das Schwierige. Was ich aber diesen YouTube-Videos allen ankreide, und jetzt möge man mich korrigieren, falls mir jetzt einer widerspricht, bin ich euch böse, dann dürft ihr mir das gerne schriftlich schicken mit Vorschlägen. Aber ich habe noch kein YouTube-Video gesehen, das sich mal um die wirklich wichtigen Sachen in der Fotografie dreht. Bildaufbau, Komposition, Farben etc. Ja, habe ich noch keins gesehen. Bei den B&H-Talks, da habe ich mindestens eins gesehen, das dreht sich sehr ausführlich darum. Echt? Und das finde ich total, das fand ich auch total super, aber ich gebe dir recht, Martin, das klickt nicht so gut. Ne? Genau, das ist kein Ahornblatt im Vordergrund, mit Vordergrund macht Bild gesund. Genau, das ist die graue Theorie der Fotografie, die man aber beherrschen sollte. Ja. Ich glaube, dass man es nicht findet, weil das erstmal nicht so bei der Fotografie zu finden ist, sondern eher bei der Bildgestaltung, so beim Thema Design und sowas. Da gibt es eher den Content, glaube ich. Ne? Ja, da muss man halt auch wieder wissen, dass man da halt gucken muss. Aber das ist halt Bildgestaltung und Fotos, du merkst schon in zwei Wörtern, das ist essentiell für ein gutes Foto. Natürlich, klar. Ne? Natürlich, also, klar.
Genau. Und Komposition, Bildaufbau, Farbdesign, das sind halt essentielle Bestandteile eines guten Fotos. Posing und so ein Kram, ne? Ja, Posing, davon gehe ich noch gar nicht mal aus, sondern also das ist ja schon fortgeschritten, weil da ist ja jemand auf dem Bild. Weißt du, ja. Was ich meine? Erstmal geht es um rudimentäre Sachen. Und das ist das, was ich eigentlich immer so bei diesen ganzen Dingen vermisse. Alle beschäftigen sich, also weißt du, ich vergleiche das jetzt mal mit dem Golfspielen. Jetzt spielst du ja nicht Golf, aber du weißt ja bestimmt, dass es unterschiedliche Schläger gibt beim Golf. Jo. Mit dem einen schlägt man irgendwie, paddelt man zwei Meter weit und mit dem anderen schlägt man weit. Und jetzt rate mal, was die ganzen Anfänger sich am Anfang kaufen. Einen, mit dem man richtig weit schlägt. Genau, den, mit dem man prügeln, mit dem man 250 Meter den Ball zerschen kann. Das Problem ist, die Anfänger, was machen die mit dem Schläger? Die schlagen die Bälle weit. 200 Meter weit rechts ins Aus und links ins Aus. Ja. Weil sie mit dem Ding überhaupt nicht umgehen können. Und genauso ist es in der Fotografie. Alle stürzen sich gleich auf die ganz ach so tollen Videos, die sie irgendwo bei YouTube gesehen haben, wo irgendwelche Menschen ganz tolle Tricks machen mit ihren Kameras, aber haben vergessen dabei leider die Basics und vergessen dabei leider, was eigentlich ein gutes Bild auszeichnet am Ende des Tages. Ja, das ist natürlich jetzt aber auch gar nicht so einfach, ne? Doch, das ist einfach. Es nennt sich Buch. Das ist Buch, das Buch zeichnet ein gutes Bild aus. Nein, aber es gibt sehr viele gute Bücher zu diesem Thema, aber sehr wenige gute Videos. Und darauf will ich hinaus eigentlich. Und deswegen halte ich so gerade für den Beginn, wo aber komischerweise die meisten Leute Videos schauen, nämlich am Beginn ihrer fotografischen Schritte oder ihres fotografischen Weges, schauen YouTube-Videos, statt sich einfach einmal für 30 Euro ein gutes Buch zu gönnen und wirklich was zu lernen. Ich möchte jetzt mal eine kleine Aufforderung machen. Also ich, unabhängig davon, dass ich dir recht oder nicht recht gebe, es gibt natürlich in verschiedenen Medien, die haben alle ihre Vor- und Nachteile. Natürlich. Was damals, als ich mich in Anführungsstrichen gebildet habe, noch nicht so der Fall war, ist, dass es zum Beispiel extrem viele Kanäle jetzt gibt, die einfach Photoshop-Wissen in Reels verpacken und so weiter und so fort. Ne? Oder einfache Retusche-Tricks und sowas. Ja. Und Workflows und. Aber du bist mir schon, Entschuldigung, du bist mir schon wieder zu weit. Zu weit wie? Wo? Zu weit. In der Zukunft. Leute, die gerade mit Fotografie anfangen, sollten sich nicht um Photoshop kümmern. Nee, ja, ist ja auch ein. Stimmt ja auch, aber manche Leute fangen ja nicht gerade mit der Fotografie an, sondern sind schon etwas länger dabei. Nee, da hast du schon recht, ja, aber so, ist das Schluss. Deswegen, genau. Es ist ja in Ordnung, man kann ja auch Mixed Medium machen, man kann ja auch mal eine Seite im Buch lesen, da guckst du dir drei Reels an und dann ein YouTube-Video genau, und dann ist doch, blätterst das du ist wieder das, weiter. Die Mischung macht's. Und dann machst du noch bei Martin Hirsch einen Blitzworkshop, so. Die Mischung macht's. Ja. Genau. So, und deswegen, nachdem wir ja sowieso drüber reden, hau ich jetzt gleich mal trotzdem noch eine Buchempfehlung raus. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe. Bitte, bitte. Es gibt da einen Menschen, der sehr, sehr, sehr schlau ist und der sehr, sehr viel Ahnung von Bildaufbau und Bildgestaltung hat, der mittlerweile auch sehr alt ist. Aber das tut dem Ganzen überhaupt gar keinen Anbruch. Und zwar heißt der Mann Harald Mante. Und der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Das Foto. Und das Ding kann ich euch nur ans Herz legen. Genauso wie es beim Rausch ist mit Licht und Schatten, also mit wo es um Licht und so weiter geht, geht es bei dem Ding um Bildaufbau, Farben, Komposition. Also ehrlich gesagt, um es mal ganz klar zu sagen, wer als Fotograf das Ding nicht im Schrank stehen hat, der hat was verpasst. Also das Ding ist eine eigentliche Pflichtlektüre, wenn man ehrlich ist, für Fotografen. Oder für alle, die irgendwie Bildgestaltung machen. Muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht umsonst mittlerweile, glaube ich, in der vierten oder fünften Auflage, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie weit der mittlerweile ist. Das Ding kann ich wirklich nur empfehlen. Darin lernt man mehr als in x Stunden YouTube-Videos. Was ihr nicht darin lernt, ist Photoshop, weil mit Photoshop hat der Mann gar nichts am Hut. Gut. Was ihr aber darin lernt, ist, wie baue ich ein Bild so auf, dass es von Anfang an interessant ist. Wie nutze ich Farben? Wie nutze ich Linien? Wie nutze ich Formen in einem Bild? Das lernt man da drin. Und das ist halt für viele Arten von Bildern viel, viel, viel interessanter. Und das möchte ich heute mal ans Herz legen. Auch wenn man zugegebenermaßen natürlich sagen muss, für viele oder für manche Arten der Fotografie, wie zum Beispiel ein reines Oberkörperporträt, spielt es keine so große Rolle. Jedenfalls nicht der Teil mit dem Bildaufbau. Martin. Ja, du hast vollkommen recht. Farbdesign und so weiter spielt da genauso rein. Also, genau.
Ich wollte es euch nur mal ans Herz legen. Es kann ja jeder für sich selber entscheiden, ob er es liest oder nicht. Martin, du hast, ich glaube, ich muss noch mal kurz einen kleinen Werbeblock machen, einfach weil es jetzt gerade so gut passte. Und zwar, wenn du jetzt so lange weg bist und unsere nächste Folge dann erst quasi Ende August kommt, ich bin am 1. und am 2. September höchstwahrscheinlich in Berlin und gebe am 2. September 5 Workshops wieder auf der MS Schöneberg wahrscheinlich, glaube ich, unter dem Motto Leinen los. Das wird richtig geil. Und diesmal, es ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich sag mal so, ich plane es zumindest. Mal schauen, ob das irgendwie klappt oder nicht klappt. Ich plane und jetzt kommt's, Martin, halt dich an deinem Formula One Racing Gaming Chair fest. Ich plane einen Out-of-Cam Workshop zu geben. Unter anderem, also ich mache natürlich meinen klassischen Creative Special Effects Workshop, wie ich das immer mache, aber ich möchte gerne auch einen Out-of-Cam-Workshop geben, und zwar, wo ich so ein bisschen versuche, Fotos sowohl erstmal durch die Art der Fotografie schon möglichst so zu machen, dass sie schon möglichst mehr oder weniger fertig sind oder wenig Bearbeitung brauchen. Und dann zeige ich aber auch, wie man die Bilder noch in der Kamera auch noch mal bearbeiten kann oder da auch noch mal Einstellungen vornehmen kann, sodass so am Ende, das ist jedenfalls das Ziel von diesem Experimental-Workshop, nenne ich es jetzt einfach mal, am Ende auch ein Bild hast, wo du echt natürlich keinen Pickel wegretuschiert hast. Ja, das passiert natürlich nicht in der Kamera, aber schon ein Bild hast, wo du irgendwie im Idealfall keine krasse Farbbearbeitung mehr machen müsstest oder sowas. Und ich bin sehr gespannt, wie weit ich da komme, inwiefern das gelingt. Aber ich habe auf jeden Fall einige Sachen an der Hand, die man da wirklich schon machen kann. Ich höre gerade die ganzen Out-of-Cam-Fotografen aufschreien, wie du gesagt hast, Experimental-Workshop. Die machen das tagtäglich. Sowas Experimental-Workshop zu nennen, finde ich interessant. Finde ich spannend. Naja, für mich ist es eine Art Experimental-Workshop, weil, und für viele andere da draußen auch, die halt sagen, was sie machen RAW. Aber es war jetzt und dann bearbeite ich das, ne? Aber es war jetzt natürlich eine Steilvorlage für mich. Ja, ne? Aber ich meine jetzt halt auch nicht irgendwie Out-of-Cam, so nach dem Motto, ich mache irgendwie ein Bild und dann ziehe ich mir das JPEG von der Speicherkarte und fertig. Sonst geht ja darum, dass man das Bild irgendwie auch in der Kamera bearbeitet am Ende des Tages und so, ne? So, den also Teil mal aus. Ich hab dich schon verstanden. Den Teil mal außen vor lassend. Mhm. Du hast davor was Spannendes gesagt. Beim das Foto war selber schon. Ja, bei der das war natürlich so eine Steilvorlage, ne? Also du willst das Bild in der Kamera so gestalten, dass du möglichst wenig nachbearbeiten musst. Was ist denn jetzt dann der Unterschied zu der normalen Fotografie? Ja, ich sag mal was. Zum Beispiel, dass ich jetzt bei diesem Workshop schon versuchen würde, beim Foto schon eine Vignettierung zu machen. Weil das kann ich ja in der Kamera nicht und das kann ich auch am Ende. Das ist jetzt was ich zum Beispiel immer. Also eine Vignettierung kommt ja durch Offenblende. Also eine Objektivvignette entsteht durch Offenblende, weil Sandabschattung. Ja, habe ich jetzt aber nicht, weil das ja in der Kamera häufig standardmäßig erstmal so ein Ausgleich eingestellt ist, der das wegnimmt. Also wenn Fotos, die bei mir, also RAWs, die bei mir in Lightroom drin sind, die haben keine Randabschattung. Haben sie nicht. Auch wenn die offenblendig sind, nicht. Wenn du in Photoshop die Objektivkorrekturen ausschaltest, dann normalerweise schon. Ja, weil aber vielleicht auch nicht RAW, so. Also wenn du in RAW fotografierst, Entschuldigung. Verstehe schon, aber vielleicht auch nicht so stark, wie ich es gern hätte. Okay. Und so weiter und so fort. Ne? Also du willst, aber dann das ist ja das, was ich meinte. Der Teil der Softwarebearbeitung in der Kamera, wenn du den mal außen vor lässt, was ist denn dann der Unterschied in der Fotografie für dich? Zwischen einem Out-of-Cam oder einem Out-of-Cam-Workshop, so wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast. Ich nenne ihn jetzt mal so, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie er richtig heißt. Und einem normalen Arbeiten. Zum Beispiel, ich mache noch ein anderes Beispiel. Müssen die Leute ja nicht mal im Workshop besuchen, können sie einfach so machen, aber ist ja egal. Zum Beispiel, wenn du, da haben wir auch schon häufiger drüber gesprochen, du hast ein RAW, konvertierst es in Schwarz-Weiß, mit Lightroom zum Beispiel. Ja. Ne? Und dann kannst, also Schwarz-Weiß ist ja nicht einfach nur entsättigt, ja, sondern da kannst du ja auch den Farben noch bestimmte Helligkeiten zuordnen und so weiter und so fort. Ja. Und dadurch ja zum Beispiel auch Hautstrukturen eher in Anführungsstrichen retuschieren oder eher nicht. Ja. So, wenn ich jetzt ein RAW mache, dann ist das ja im Grunde egal, weil das mache ich ja eher am Rechner dann.
So, wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein Schwarz-Weiß-Bild out of cam mache, dann kann ich das direkt schon berücksichtigen, indem ich eben mein Schwarz-Weiß-Profil in der Kamera schon so einstelle, dass ich in Anführungsstrichen einen Rotfilter drin habe, der die Haut vielleicht schon so ein bisschen glättet. Ist für mich schon wieder, verstehe ich, ist aber schon für mich schon wieder Software. Ist für mich schon wieder Softwarebearbeitung des Bildes. Ich weiß, wie du das meinst. Und, ich stiegel jetzt natürlich auch gerade, ne? Ja, also das ist auch vollkommen. Ich stiegel jetzt natürlich. Martin, es ist vollkommen berechtigt, es ist auch gut. Ich dehne hier den Begriff Out of Cam natürlich auch, weil Out of Cam in diesem Sinne wirklich auch einfach die In-Kamera-Bearbeitung mit meint, ne? Ja. Und das ist, glaube ich. Deswegen habe ich vorhin gesagt, wenn wir den Teil der In-Kamera-Bearbeitung mal weglassen, genau. Was ist der Unterschied zwischen einem Shooting, wie wir es machen, und einem Out of Cam-Shooting? Ich sehe da keinen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Doch, ich schon auf jeden Fall, weil ich bei ganz vielen Sachen sage, ja, das mache ich am Rechner dann. Da achte ich dann, also zum Beispiel jetzt, wie gesagt, zum Beispiel das Thema Vignettierung oder so. Ich weiß, die Hell-Dunkel-Vignettierung, die mache ich am Ende am Rechner so. Und deswegen möchte ich beim Foto die erstmal überhaupt nicht drin haben, weil sonst müsste ich sie erstmal wieder rauskriegen und so weiter und so fort. Ne? Ja, aber das ist ja schon wieder Software. Weil die Vignette, wir haben ja gerade festgestellt, du kannst ja die Vignette deines Objektivs gar nicht beeinflussen, es sei denn über die Blende. Die kannst du nur über die Blende beeinflussen, einzig und allein. So, die Blende ist aber das Gestaltungsmittel. Das heißt, ich werde einen Teufel tun und mein Bild so gestalten, nur aufgrund seiner Vignette. Nein. Das wäre ja Wahnsinn. Martin, also, aber ich vielleicht liegt das auch an Ken. Ich habe einfach keine krasse Vignette. Ich habe nicht so eine krasse Vignette und erst recht zum Beispiel auch keine helle Vignette oder so. Nein, ich verstehe dich schon richtig. Es gibt ja auch die helle Vignette, gibt es ja auch. Deswegen meine ich aber, das ist Softwarebearbeitung. Das ist Software. Du kannst fotografisch gesehen mit herkömmlichen Mitteln, ich sage es bewusst mit herkömmlichen Mitteln. Genau das ist es. Und deswegen werde ich ja versuchen, die Sachen, die ich sonst in der Software mache, schon bei der Fotografie zu machen. Okay, wie willst denn du eine helle, also wie machst du eine helle Vignette in der Fotografie? Ja, interessant, ne? Komm zu meinem Workshop, dann zeige ich es dir. Ich kenne durchaus ein Mittel, aber ja. das wird wirklich interessant, weil ganz ehrlich, darauf wollte ich hinaus. Wenn du das tun kannst und das ein Mittel ist, dann frage ich mich, warum wendest du es nicht beim Foto schon an? Also beim anderen Fotoshooting meine ich. Weißt du, was ich meine? Also für mich ist es doch völlig egal, ich sage jetzt bewusst für mich. Du hast natürlich alles Recht der Welt zu sagen, oh, das mache ich nachher in Photoshop, weil da kann ich es besser. Alles gut. Aber für mich, ich versuche doch, wenn ich fotografiere, das bestmöglichste Ausgangsmaterial zu bekommen. Für das. Ja, und Martin, das bestmögliche Ausgangsmaterial ist für uns beide aber verschiedene Sachen. Bei dir ist das bestmögliche Ausgangsmaterial eins, was vielleicht möglichst nah an dem schon ist, was du willst, dass du möglichst wenig Bearbeitung nur noch brauchst. Bei mir ist das bestmöglichste Ausgangsmaterial das, was mir am Ende noch möglichst viel Freiraum lässt, sodass ich mich am Ende dafür oder für eine helle oder für eine dunkle Vignette entscheiden kann, für den Look oder für den Look. Weißt du, ich mache ein Bild, was im Grunde in Anführungsstrichen laut YouTube Academy auch nicht richtig belichtet ist. Ja, sondern ich lasse mir viel Platz an dem einen oder an dem anderen Rand. Ja. Jetzt haben wir 10 Minuten rumgeeiert, um das aus dir rauszupressen, was ich eigentlich von Anfang an hören wollte. Da hättest du ja direkt fragen können. Es ist deine Art der Fotografie, die das erst interessant macht, die Out-of-Cam-Fotografie. Weil für einen normalen Fotografen, mit normal meine ich jetzt, für jemanden, der einfach Geschehnisse festhält und das dann nicht sehr groß verfremdet, also der keine, also vielleicht mal einen Farblook drüber legt, aber der jetzt keine großen farblichen Veränderungen in Einzelteilen des Bildes vornimmt oder der jetzt dann die Trainings reduziert oder. Mhm. Für den spielt es keine Rolle, ob er out of cam fotografiert oder nicht, sondern er wird versuchen, das Bild möglichst nahe an das heranzubringen, was er später haben möchte. Ja, das Problem ist aber, dass du halt bestimmte Sachen, zum Beispiel sagen wir mal, es gibt ja auch so Effekte, die du wahrscheinlich auch so, also eher selten nutzt, genau wie ich auch. Wie heißt es hier? Dein Lieblingsding, Color Key. Ja? Ein Color Key kann man nicht fotografieren. Kann deine Kamera jetzt ja zum Beispiel ja auch schon wahrscheinlich als Kreativeffekt. Wüsste ich, also wenn sie es kann, weiß ich es nicht. Würde ich nie auf die Idee kommen, sowas zu machen. So, genau. Und es geht mir aber darum, es gibt ja einige Leute, die sagen, du weißt was, ich fotografiere total gerne. Ja, ich möchte aber jetzt nicht ein Bild haben, was total unbearbeitet aussieht. Ich habe aber auf der anderen Seite auch keinen Bock auf Lightroom. Und genau den falsch? Ich verstehe den Sinn hinter diesem Workshop ja, schon. Gut, ich stiegel ja bloß ein bisschen. Ja, ist gut. Ich verstehe den Sinn schon. nur worauf ich hinaus will, ist,
auch das eigentlich ist wieder Software, wenn man ehrlich ist. Natürlich ist das Software. In der die Software, Kamerasoftware, ist doch klar. Richtig. Und mir geht es eigentlich darum, wenn ich ehrlich bin, um genau das Thema, was ich die letzte halbe Stunde propagiere, um mal über Bilder zu reden. Bildaufbau, Farbdesign im Bild, etc. Und das hat nichts, und zwar gar nichts damit zu tun, ob ich out of cam fotografiere oder sonst irgendwas mache, sondern das hat einfach was damit zu tun, mache ich mir Gedanken über das Bild, das ich gerade fotografiere oder nicht. Weißt du was? Ich stichle einfach auch im Grunde zurück, indem ich den out of cam Begriff derartig überdehne. Denn man kann in der Kamera schon so viel Bearbeitung machen, dass viele Out-of-Cam-Fotografen sagen, das ist nicht mehr Out-of-Cam, das ist Out-of-Computer. Wir haben einfach zwei völlig unterschiedliche Ansätze an der Stelle. Deswegen heißt es hier auch Kontrastraum. Herrlich. Weil du gehst immer wieder, du merkst richtig bei dir, du fällst immer wieder zurück auf das Thema Bildbearbeitung. Ich falle immer wieder zurück auf das Thema Bildgestaltung. Mhm. Wir reden nur einfach nur über zwei völlig unterschiedliche Themen. Mhm. Du fällst wenn es bei dir um Fotografie geht, geht es bei dir eigentlich, wenn man ehrlich ist, nicht um das Foto zu machen, sondern es geht darum, das Foto zu designen. Also es geht darum, das Layout des Fotos zu ändern. Wenn ich über das Foto machen rede, rede ich davon, das Bild aufzubauen, das Bild zu komponieren. Dir geht es um die Bildgestaltung. Fotografische Produktion mit der Kamera. Genau. Und dann hört es im Grunde auch schon auf. Na, aufhören tut es dann nicht, aber es ist das Wesentliche des der Fotografie. Das Wesentliche der Fotografie ist nicht das Bearbeiten in Photoshop. Das Wesentliche der Fotografie ist nicht, die Kamera irgendwas mit dem Bild machen zu lassen. Das Wesentliche der Fotografie ist die Bildgestaltung. Ja, ja. Du Naturalist. Ich möchte einfach mal sagen, wenn du mit deiner Mamiya ein Foto machst und dann tauchst du mal richtig tief ein in der Analogbildentwicklung, auch da findet Retusche statt und das ist auch Fotografie. Nein, natürlich gehört das Thema. Und deswegen heißt Lightroom auch Lightroom, nicht umsonst, weil es da auch um die Bildentwicklung geht und die gehört auch mit dazu. Natürlich gehört Bildentwicklung und Bildgestaltung und Bildretusche auch zu Fotografie dazu, seit es Fotografie gibt. Die Begriffe abwedeln und die kommen ja nicht von ungefähr, das wissen wir alle, das ist auch schon zu Analogzeiten gemacht worden. Man kann ja auch sagen, das ist nicht mehr Fotografie, das ist Chemie und so, aber da brauchen wir uns auch nicht drüber streiten über solche Spitzfindigkeiten. Nein, da bin ich voll bei dir, ne? Nur alles beginnt mit dem Foto. Oder wie Harald Mann, der es ausdrückt, das Foto. Das stimmt. Und das hat nichts mit Bearbeitung zu tun. Und zwar gar nichts. Eigentlich der Oberlehrer, ne? Früher hat man noch mal gesagt, du musst ja rechnen lernen, hast ja nicht immer Taschenrechner in der Tasche, ne? Jetzt ist es aber so, jetzt hast du immer Taschenrechner in der Tasche und zwar einen ziemlich guten. Und das ist jetzt, hier ist es halt auch so, du musst halt schon eigentlich auch in RAW musst du halt auch schon einen guten Standard, also das Ausgangsmaterial muss schon gut sein, damit du am Ende auch was das Vernünftiges rauskriegst. Und ich glaube, wir sind jetzt an einer Schwelle, wo man das auch nicht mehr immer so sagen kann. Also das Beispiel mit dem Taschenrechner muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich dann irgendwie in einer Besprechung sitze und irgendeiner will 21.000 durch 7 teilen und meint dazu, er braucht einen Taschenrechner, dann sage ich ihm ganz ehrlich raus, weil kann ich nicht brauchen, so jemanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß, was du meinst natürlich. Ne? So, ne? Und natürlich kannst du auch jetzt nicht irgendwie eine weiße Wand fotografieren und am Ende irgendwie ein Porträt rauszaubern. Nein. Aber am Ende ist der Witz, also es ist schon doch noch jetzt auf einmal sehr, sehr viel mehr möglich mit der Nachbearbeitung digital, sodass auch die Analogie auch ein bisschen ins Wanken gerät. Aber jetzt lass mich mal meinen Stiegel und meinen ganzen Gedankengang zu Ende denken. Eigentlich wollte ich nämlich auf ein was hinaus. Dein Out-of-Cam-Workshop unterscheidet sich in einer, meiner Meinung nach, gravierenden Art von dem, was viele Leute da draußen als Fotografie bezeichnen, weil sie nämlich sagen, ich kann doch das Ding danach noch beschneiden und machen, wie ich will. Und jetzt kommen wir zum Thema Bildgestaltung. Wenn ich mir einfach vorher verdammt nochmal Gedanken darüber mache, wie mein Bild aussieht, also sprich, was ich auf diesem Sensor oder auf dem Film habe und was nicht, dann habe ich ein fertiges Bild in der Kamera. Ob ich das jetzt noch durch die Software durchjage oder nicht, aber ich habe ein fertiges Bild in der Kamera. Im anderen Fall habe ich irgendwas, ne? Also im Zweifelsfall kann ich eine ganze Stadt von oben fotografieren und sagen, aber jetzt zoome ich mir das eine Männchen da unten raus. Mhm. Geben ja Sensoren mittlerweile auch her, wie wir wissen. Ne? Also wenn ich da so einen 100-Megapixel-Sensor habe, da kann ich ja reinzoomen, bis ich schwarz wäre. Ich glaube, das ist wirklich so der Punkt, auf den man mal bei so einem Out-of-Cam-Workshop wirklich mal eingehen sollte. Überlegt euch,
Wie setzt ihr euren Ausschnitt? Überlegt euch, was tut ihr da? Und das ist, glaube ich, für mich ein Punkt, der wird heutzutage viel zu oft vernachlässigt. Da wird einfach draufgehalten, da wird sich keine Gedanken um Bildaufbau und Gestaltung gemacht, sondern das heißt ja, das kann ich ja danach in Lightroom drehen und wenden und ausschneiden und machen und tun, wie ich will. Ja, ja, aber was wenn ich die Bilder bearbeiten will, kann ich das tun. Wenn ich aber out of camp fotografieren will, kann ich das nicht tun. Nee, und auch sonst, manche Sachen sind immer noch schwierig. Ja? Also kannst du eine Person nicht von unten in die Nase fotografieren und dann am Ende sagen, ich würde sie aber doch gern von oben haben. Das geht natürlich noch nicht. Das geht noch nicht in der Zeit. Aber genau, aber Martin, ne, das sind ja auch Sachen, die mache ich eh schon in den Workshops immer mit dabei, dass ich sage, ne, du musst halt von Anfang den Bildschnitt und die Komposition, die kannst du halt am Ende nicht mehr so wirklich ändern. Ne? Und da gehört ja auch was dazu, dass man eben auch das Ahornblatt im Vordergrund nutzt, um dann vielleicht mal was schon abzuschneiden so ein bisschen oder nicht, weil, naja, ein Bild ist am Ende immer rechteckig. Also nicht. Und ich habe dieses Ahornblatt vorhin nicht so ne? Also das ist zwar lustig gemeint, aber im Endeffekt erfüllt es natürlich seinen Zweck. Ne? Es schafft einen Vordergrund, es schafft einen Hingucker im Vordergrund, es schafft eine Ebene. Also und genauso ist, glaube ich, muss man das halt auch beim Out of Camp. Ich kann immer alles machen. Ich kann zur Note auch einen Vordergrund hineinretuschieren am Schluss in der Nachbearbeitung, aber halt nicht beim Out of Camp Workshop. Da muss das Bild am Schluss aus der Kamera rauskommen. Und genau. Das heißt, ich muss mir verdammt viel mehr Gedanken über Bildaufbau und Farbdesign und so weiter machen. Und deswegen finde ich das Thema, und um es jetzt abzuschließen, total interessant. Also ich stichel ja gerne, aber ich finde das Thema mega interessant. Aber man muss sich auch nicht so viel Gedanken machen, weil ich kann halt auch erstmal das RAW machen und dann kann ich auch halt im Nachhinein immer noch das RAW dann bearbeiten. Ich kann noch einen LUT drüber legen, ich kann vielleicht noch Rauschen hinzufügen, ich kann den Weißabgleich noch ändern, Sättigung, Kontrast, ich kann noch einen Schwarz-Weiß-Look machen und so weiter und so fort. Ich kann sogar auch noch ein bisschen zuschneiden und dann am Ende kann ich es mir speichern als JPEG mit der Kamera. Und darum geht es ein bisschen. Das hat jetzt für mich wieder nichts mit Out of Camera zu tun, wenn ich ehrlich bin. Ja, aber es kommt alles aus der Kamera. Ja, aber das ist sehr weit gefasst. Das hat für mich dann wieder mit Out of Camera zu tun. Ja, das ist. Also Out of Camera heißt für mich, wenn ich mal zusammenfassend stinkt, ich lege einen Bildlook fest. Ich sage, ich mache jetzt ein Schwarz-Weiß-Bild, was auch immer. Ja, ja. Ich drücke auf den Auslöser und das Bild ist fertig. Mhm. Das ist für mich out of camera. Ja, das ist für mich dann nicht mehr. Dann hat zwar auch in der Kamera eine Bildbearbeitung stattgefunden, ne? Wissen wir ja beide, bla bla bla. Aber am Schluss, es kommt ein fertiges JPEG raus. Aber das Bild in der Kamera danach noch nachzubearbeiten und zu beschneiden und so weiter, das hat für mich dann mit am out of Ende camera eigentlich zu entwickeln, Martin. Und es ist genau dasselbe wie mit der analogen Kamera. Da mache ich das Bild mit der Kamera und es ist immer noch nicht out of cam, aber weil du kannst es nicht beschneiden, weil du hast einen Film. Der Film ist 24:36. Natürlich kann ich am Ende das Fotopapier noch belichten. Dementsprechend. Beim Ausbelichten, ja. Ja, aber nicht, aber nicht auf dem Film. Der Film ist erstmal, die Größe ist vorgegeben. Der Film ist ja klar, aber der Film kann vorher auch gekocht sein in keine Ahnung was oder. Das meine ich, Martin, die Bildentwicklung gehört immer zur Fotografie mit dazu, auch im Digitalen. Natürlich, aber out of cam heißt für mich, dass die Bildentwicklung quasi anhand eines vorgegebenen Rezeptes, welches ich vorher auswähle. Da haben wir jetzt nochmal richtig schönen Kontrast hier rausgehauen. Ja. Liebe Leute, lasst uns doch mal eure... Genau, das ist eine gute Idee. Lasst uns doch mal eure Meinung dazu zukommen. Eure Meinung dazu zukommen. Und ich bin gespannt, wie ihr das seht, ob ihr auch doch eher so die traditionelle oder doch der so die neomoderne Out-of-Camp-Perspektive irgendwie selber lebt. Ich bin jedenfalls sehr gespannt. Bevorzugt bitte Sprachnachrichten, weil sonst, wenn ich das dann vorlesen muss, dann wird es arg. Also bitte gerne Sprachnachrichten an mich oder an den Fabian richten. Wie seht ihr das? Weil das ist extrem, ich finde das ein extrem spannendes Thema. Out of Cam ist auf jeden Fall nochmal hier so ein Thema. Ne? Das ist auch wirklich. Also ist total, total wichtig und extrem spannend. Wie seht ihr das? Aber bitte keine 10-Minuten Abhandlungen. Haltet wie das Ding irgendwie hier. So. Haltet das Ding kürzer irgendwie als wir. In der Kürze liegt die Würze 1 bis 2 Minuten maximal. Schickt uns Sprachnachrichten. Also wirklich, das interessiert mich. Mich würde im Übrigen auch mal die Sicht von Models dazu interessieren. Also wie sehen das eigentlich die Models? Müssen die Bilder immer extrem bearbeitet sein oder freut ihr euch auch mal über Bilder, die halt so sind, wie sie sind? Die halt eventuell auch mal etwas natürlicher sind, wo nicht rausretuschiert ist und was weiß ich was.
Würde mich auch mal tatsächlich interessieren. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Schickt uns mal dazu ein paar eure Meinungen, eure Stimmen. Würde mich echt freuen. Finde ich ein total spannendes Thema. Und ich freue mich auf jeden Fall auf euch Schnuckis in Berlin. Schön auf dem Boot. Workshop ist so geil. Genau. Das wird super auf jeden Fall. So, und ich habe noch eine kleine Anmerkung, bevor wir in die Buzzwords gehen. Bitte. Weil gerade eine Bestellung fürs Magazin reingekommen ist. Liebe Leute, es gibt noch genau 6 Magazine jetzt. 7. Wovon aber nur noch 4 momentan im Handel sind. Der Rest ist noch Reserve. Also, falls ihr noch eins haben wollt, Nummer 11, müsst ihr schnell sein. So, das wollte ich noch loswerden. Und dann würde ich sagen, Ich muss jetzt mal Schluck trinken bei dem. Für aufregende Diskussion hier. Komm, hör auf, so eine kleine Diskussion. Die kann ich doch nicht. Du weißt schon. Was wollte ich sagen? Aus dem Konzept bringen oder eine Entsorgung in Hals machen oder was auch immer. Nee, das nicht. Ich bin dann aber auch so leidenschaftlich, weißt du. Ja, so leidenschaftlich, aha. Nein, wie auch. Ja, total, ich bin leidenschaftlich. So, wieso gehen jetzt hier meine Lautsprecher nicht? Was ist denn jetzt hier los? Warte mal, technische, vor lauter Diskutieren vergessen, technische Probleme zu lösen. So, jetzt geht's. Also, dann hauen wir mal eine Runde Buzzword raus, würde ich sagen. Vorausgesetzt, ich finde es. Warum ohne BH? Was ist das denn? Warum darum? Warum darum? Also entweder, damit man keine BH-Abdrücke darunter sieht, oder eben, weil man andere Brustkonturen dadurch dann sieht. Was würdest du sagen? Du bist der Profi in Sachen. Ich verstehe das Passwort nicht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich verstehe es nicht, weil, warum ohne BH? Weil, also das ist dieselbe, also muss ich jetzt mal kurz zwei Sekunden ausholen. Ich muss erst mal kurz durchatmen. Das ist dieselbe Diskussion, warum machst du Akt? Sondern da gibt es eigentlich nur eine Antwort, weil ich es will oder weil ich es kann. Wie auch immer man das auslegen will. Ich meine, jetzt mal ehrlich, das ist dasselbe, wie irgendeiner zeigt ein Bild und dann kommt einer ums Eck rum, ich hätte das anders gemacht. Ja, das ist, bist ja du, aber das ist mein Bild. Also, und deswegen erschließt sich mir dieses Passwort ohne BH jetzt auch überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Einzige wäre, wenn man damit meint, warum sage ich meinen Models, wenn es um ein Aktshooting geht, die sollen ohne BH kommen? Ja, das ist genau der Grund, was du gerade genannt hast, um Abzüge zu vermeiden. So, ansonsten, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich jetzt hier passen an der Stelle und wir machen weiter. Einwände? Jo. Nein, keine Einwände. Gut. Kenne ich mich auch gar nicht mit aus. PHs. Begleitperson. Hatten wir schon, ja. Aber hallo. Neue nächstes, komm. Ja. Gruppenfotos. Gruppenfotos. Spannend. Oh, ziemlich spannend, ja, muss man sagen. Ziemlich spannend. Er kennt schon. Ziemlich spannend. Nein, ich finde Gruppenfotos tatsächlich spannend, weil gar nicht so leicht bei der Ausleuchtung. Also, wenn ich natürlich Available Light mache und sage, stell dich mal da hinten in die Sonne, dann ist total leicht. Nur dann blinzeln halt von 100 Leuten 99. Ist auch doof. Reden wir jetzt mal über einen Klassiker, das Hochzeitsgruppenbild. Ja, daran habe ich jetzt natürlich gedacht. Daran denkt man ja immer gleich, ne? Ja, daran habe ich jetzt natürlich gedacht, genau. Im Studio ist es meist schwer, weil man hat eigentlich dann vielleicht zu wenig Platz, aber dann also ist es auch wieder einfach. Also da geht mir dann der Hintergrund aus, da wird es dann hässlich, wenn dann die Studiowand plötzlich zu sehen ist und so, da wird es dann hässlich. Genau. Ja. Nee, also bleiben wir mal beim typischen Hochzeitsfoto. Du hast eine Gesellschaft von, was weiß ich, 40, 50 Leuten. Jetzt kann man natürlich, also ich bewundere Fotografen, die es schaffen, solche Gruppenfotos dynamisch und interessant zu gestalten. Total, das ist eine hohe Kunst. Das ist eine richtig hohe Kunst, eine solche träge Masse, Entschuldigung, wenn ich es jetzt sage, vor allem, wenn man sich überlegt, wann diese Gruppenfotos normalerweise stattfinden, nämlich nach dem Kaffee trinken, wo sie alle
so im ersten Koma da hängen, weißt du, da haben sie alle schon zwei Bierindus und eine Tasse Kaffee und ein Stück Kuchen und haben eigentlich gar keinen Bock, sich zu bewegen. Ja, oder nach der kirchlichen Trauung noch vor dem Kaffee trinken und ja, alle sitzen da so mit irgendwie leerem Magen, ne? Genau, oder da ist noch schlimmer, alle wollen es bloß so schnell wie möglich hinter sich bringen, weil sie eigentlich alle Hunger und Kohldampf haben, weil die Kirche hat schon zwei Stunden gedauert mit Sektempfang. Genau. Genau, also auch das gibt's. Also Gruppenfotos sind eigentlich immer schwierig. Es sei denn, man hat, ich hatte tatsächlich mal so eine Hochzeit, da waren fast nur junge Gäste. Also da waren ganz, ganz wenige Leute Ü50. Und also es war so eine richtige Partygesellschaft. Und mit denen konntest du was anfangen, ne? Also die haben jeden Scheiß mitgemacht. Und da ist es total angenehm und da kann man auch mal wirklich blöde Sachen und verrückte Sachen probieren. Wenn du aber jetzt so eine typische Hochzeitsgesellschaft hast, ne, wo Omas, Opas, Onkels und was weiß ich was beieinander sitzen und die Hälfte der Gesellschaft ist Ü70, ja, dann wird es langsam schwierig. Hey Martin, ich hab mal ein Gruppenfoto gemacht von der Hochzeit. Ich habe die alle so geil auf der Kirchentreppe drapiert und es ging auch schnell. Und ich habe gedacht, boah, Fabian, das ist zu schön, um wahr zu sein. Die stehen alle gut. Ich sehe schon mal jedes Gesicht. Ja. So, die Aufstellung passt, das ist irgendwie so ein bisschen so Pyramide so ein bisschen oder, ne, oder so Trapez oder jedenfalls in eine Richtung, es passt, ist so ein bisschen symmetrisch auch und so, ne. Und, alle sind noch halbwegs gut gelaunt. Ich habe gedacht, wie geil ist das denn, ne? Und dann ist die Wolke weggezogen. Ja, und die Sonne war da. Und die Sonne war in dem Sinne natürlich ganz ein Blinzeln und sowas, ne. Ja. Aber weißt du, ich trick's dann auch manchmal, da mache ich irgendwie vielleicht 20 Fotos, die gleich sind und kann dann im allerschlimmsten Fall das eine Gesicht mit dem anderen mal austauschen. So, ne, wenn es jetzt richtig hart auf hart kommen würde und man nur ein Foto braucht. Aber davon abgesehen, das war nicht das Ding. Die Sonne kommt raus und der Baum warf einen Schatten drauf auf die Gruppe. Oh, das ist eklig. Und weißt du was? In dem Moment, weil ich aber nur so durch den Sucher geguckt habe, ist es mir gar nicht aufgefallen, dass sich so ganz langsam die Wolke verdünnisiert hat und die Sonne kam. Die Belichtung hat sich automatisch ein bisschen angepasst und am Ende gucke ich mir die Bilder auf dem Rechner an und denke, fuck, jedes zweite Gesicht im Schatten so ungefähr, ne? Oh Gott, ja, ey, und dann eine Milliarde Masken und gepfuscht und hin und her, ne? Oh. Das ist übel sowas, ja. Das ist übel. Ja, das habe ich nicht kommen sehen, ne? Weil beim bewölkten Himmel hast du es nicht gesehen, dass da so Schatten sind. Ja. Aber was ich immer feststelle, ist, bei Gruppenfotos, gerade bei Hochzeiten, weiß man sofort, wer das schon relativ lange macht, also als Fotograf, und wer relativ neu in dem Business ist. Auf jeden Fall. Das hört man am Tonfall. Also mich hat mal jemand, zu mir haben sie dann irgendwann mal auf einer Hochzeit Hauptmann gesagt. Ja. Aber anders kriegst du eine Menge auch nicht mehr dirigiert. Ne? Also irgendwann, wenn das eine gewisse Größe überschreitet, kriegst du die Menge nur noch mit Lautstärke und sehr energischen Auftreten dirigiert. Ansonsten funktioniert es einfach nicht mehr. Lautstärke ist auf jeden Fall wichtig, ja. Und aber ich bewundere wirklich Fotografen, die es schaffen, mit so einer trägen Masse, also mit so 50 Leuten, mit Omas, Opas noch dynamische Hochzeitfotos rauszumachen. Ja, das hängt aber natürlich auch ein bisschen von der Location ab. Das muss man ehrlich sagen. Ja, natürlich auch von den Leuten. Und du musst die einzelnen Charaktere dann auch handeln können, ne? Also den Onkel und die Trauzeugin und alle haben so, du musst dann sehr schnell Menschen lesen können und sehr schnell sagen können, und auch mal einen Scherz machen, ne? Und obwohl du selber angespannt bist, weil die Situation ist schwer, ne? Genau. Ja, es ist schwierig. Und am Ende noch mal kurz zu sagen, was ist denn das für ein scheiß Foto auch? Es geht ja nur um eine Dokumentation, wer war denn eigentlich alles da? Ja. Niemand hängt sich dieses Foto ins Wohnzimmer. Nein. Nobody. Selbst die Oma nicht. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Aber trotzdem gehört es halt einfach dazu. Das ist, ja. Tradition. Aber es gehört einfach dazu. Ja. Und am Ende ist es die hohe Kunst, diese Bilder interessant zu gestalten. Out of cam, sag ich mal. Genau. Nein, ich finde wirklich Fotografen, die es schaffen, so große Gruppen zu dirigieren und da was Gutes dabei rauszubringen, haben als jedes nicht von dem Standard 0:15 Foto auf den Treppenstufen vom Hofgarten, was weiß ich was, ne? Also das ist ja das Bild, das kriegt ja jeder hin. Ja. Und ich rede von wirklich interessanten Gruppenfotos und das muss man wirklich bewundern. Also das finde ich schon. Next Level, cool. Müssen wir nochmal drüber sprechen. Mit Drohne. Mit was? Drohne. Ach, Drohne. Ja, weil du kannst schön weit von oben und so, macht es immer ein bisschen einfacher, ne?
Ja, kann man vor allem ein bisschen dynamischer gestalten von oben, ne? So ein bisschen mit Zuwinken und was weiß ich, was man halt alles so macht. Aber ist halt schwierig, wenn es nur einer ist. Also wenn du nur alleine bist, wird es halt schwierig, ne? Weil du kannst halt nicht gleichzeitig da und da tanzen. Also das geht wieder nicht. Nee, genau. Ja. Deswegen bei sowas empfehle ich dann wirklich, einen Videografen dabei zu haben. Das macht einfach Sinn. Genau. Aber ja. Vor allen Dingen bei 50 Bilder die Sekunde ist bestimmt eins dabei. Genau. Gruppenfotos mit Blitz sind nochmal ein eigenes Thema. Gruppenfotos mit Blitz, da kommen dann so Sachen wie Feathering ins Spiel. Also wer nicht weiß, was das ist, der lässt es auch besser sein oder googelt einfach mal danach und probiert es erstmal 100 Mal, bevor er das meint, er anwenden zu können. Das ist auch nicht ohne das auf Thema. Auf jeden Fall die Zoom-Einstellung vom Blitz auch entsprechend einstellen, auch nochmal. Du redest jetzt nochmal von ganz anderen Geschichten, aber ja, also da gehört natürlich schon dann, also mehr dazu einfach. Ja. Einfach zwei rechts und links, zwei Blitze hinzustellen, damit ist es dann auch nicht getan. Also das schaut meistens richtig scheiße aus dann. Wenn dann die Leute doppelte Nasenschatten haben, wie man schon mal in einer Folge festgestellt hat. Dann lieber ein zu dunkles Bild. Ja, also dann lieber so dunkel und ein bisschen in den Lightroom und danach hochziehen und ja, das ist allerdings allemal die bessere Wahl. Scheiße wird es halt, wenn es jetzt 12 Uhr mittags ist und die Sonne steht über ihren Köpfen, dann wird es halt jetzt richtig ekelhaft. Du, bei unserer Hochzeit hat Carsten das Gruppenfoto Indoor gemacht. Ja, ganz ehrlich, alles ist besser wie eine Sonne, die über deinem Kopf steht, weil dann hat halt jeder von denen dunkle Augenhöhlen und es schaut halt aus, wie wenn da eine Gruppe von Zombies vor dir steht. Und draußen war es arschkalt. Okay, das ist natürlich auch noch gut. Ja, dann stehen halt alle im Wintermantel da so, ne? Ist ja auch kein tolles Foto. Ja, doch, ist cool. Dann muss man sagen, schmiegt euch mal so ein bisschen aneinander an, macht ein Lagerfeuerchen und wärmt euch. Aber alle wollen doch ihre schönen Kleidchen zeigen. Ja, und so. Natürlich. Ja, und Martin, wir bequatschen uns schon wieder. Haben wir noch eins? Kleidchen ist doch völlig uninteressant bei einer Hochzeit. Natürlich haben wir noch eins. Eine lange Folge hier nochmal. Psychologische Fotografie. Eieieiei, wer war denn da unterwegs? Und da hast du, glaube ich, gesagt, wer auch immer das reingegeben hat, erklär das mal bitte. Das könnte sein, ja. Dann machen wir den Aufruf jetzt nochmal und wir stellen das wieder zurück. Wer auch immer das eingekippt hat, erklärt uns das bitte mal. Weil ich verstehe, wenn ich das schon mal gesagt habe, ich weiß es zwar nicht mehr, aber ich verstehe es, weil das hat so viele Aspekte. Also was ist damit genau gemeint? Das wäre wirklich interessant. Also machen wir nochmal. Unzeitgemäße Tattoos. Okay, also irgendwer hat sich hier ausgetobt. Unzeitgemäße Tattoos. Also ich muss jetzt mal ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was ein zeitgemäßes Tattoo ist. Also weiß ich auch nicht, was ein unzeitgemäßes Tattoo ist. Ich weiß, dass es Tattoos gibt, die man, also früher, weißt du, da hatte so ein Matrose einen Anker auf dem Oberarm gehabt. Danach haben sie alle irgendwelche Herzchen gehabt, in klein auf den Fußfesseln. Danach haben sie alle irgendwelche Rosen auf den Schulterblättern gehabt. Dann kam das Arschgeweih. Unendlichzeichen im Handgelenk. Unendlichzeichen im Handgelenk. Was haben wir noch? Die einmal um den Arm rumgehen, wie nennt man diese Tribal? Na, nicht Tribals, wie nennt man die Dinger? Ja, irgendwelche, ja, egal. Also, wenn man das als zeitgemäß oder unzeitgemäß betrachten will, also wenn jetzt heute nehmen wir mal. Das sind Trends. Ich glaube, da geht es um was anderes, Martin. Ja, deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, was damit gemeint ist. Das ist ja ein unzeitgemäßes Tattoo. Ja, ich glaube, es geht vielleicht eher so darum, dass man heute bei bestimmten Sachen irgendwie, ich nenne es jetzt mal, sensibler ist oder aufgeklärter. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal Blondinenwitze oder so. Wird man heute jetzt vielleicht nicht mehr mit so schneller Zunge machen wie noch vor 30 Jahren. Weißt du, was ich meine? Und dass es dementsprechend vielleicht auch Tattoos gibt, wo früher keiner was gesagt hätte, heute aber vielleicht schon. Vielleicht geht es darum, in okay, jeder Blickrichtung irgendwie. Das ist, bevor wir uns jetzt hier verstöpseln, würde ich das sagen. Lieber Hörer, auch hier, wer auch immer bitte das nur mal erklären. Genau, wer auch immer das eingekippt hat, bitte nochmal erklären. Schreibt uns oder sprecht uns einfach eine kurze Sprachnachricht auf, damit wir verstehen, um was geht's da, weil also für mich sind also ich weiß es einfach nicht, wie es gemeint ist. Ich weiß es einfach wirklich nicht. Zu 100% weiß ich es auch nicht.
Genau, und bevor wir uns das hier verstöpseln und irgendwann. Ach, Martin, ich habe schon 5-mal gegähnt in den letzten 3 Minuten und wir haben auch schon 1,5 Stunden von der Büchse. Wir sind jetzt auch schon durch, alles ab gut. Ab in den Urlaub. Genau, so, genau. Martin reibt sich die Augen auf. Nein, ich habe hier irgendeine Wimper im Auge unter der Brille, das nervt mich tierisch. Ja, ja, der Sandmann hat ist eben vorbeigefahren nix, schon. Nix Sandmann, ich muss noch Bilder bearbeiten. Weil ich nicht out of cam fotografiere, alles scheiße. Komm zu meinem Workshop, Martin, 2.9. Ja, nee, ich bin am, habe ich dir ja gesagt, ich bin am Oktober bist ersten du da. 1.11. Genau. 1.11. bist du da. Genau. Ich bin aber jetzt auch dann tatsächlich nochmal in Berlin demnächst für eine Messe. Da weiß ich aber den genauen Termin noch nicht. Und dann im Februar bin ich auch schon wieder in Berlin für eine Messe. Gibt's ja gar nicht. Weiß ich aber auch noch nicht den Termin so genau. Nachher lernst du da noch Leute kennen. Am Ende, ne? Am Ende, da laufe ich noch Josia über den Weg in Berlin vor lauter, muss ich ihn mal anrufen direkt. Ja. Genau. Gut, aber so ganz, ganz gehen kann ich euch natürlich noch nicht lassen, weil was fehlt? Spuck's aus. Das unnütze Wissen. Ah, das unnütze Wissen. So, ja. Mhm. Da musst du erst noch suchen, oder? Nee, ich hab's schon da. ich überlege gerade, wie ich den Übergang ziehen kann. Es gibt keinen Übergang, du kannst einfach vorlesen. Es gibt keinen Übergang. Also, die Spitze des Wimbledon-Pokals für Männer ziert eine Frau. Goldene Ananas. Okay. Also, total unlogisch. Eine goldene Ananas, ist auf dem Wimbledon-Pokal oben drauf. Ja. Keine Ahnung, warum, weshalb, wieso, ist aber so. Genau. Ihr goldenen Früchtchen da draußen, macht euch eine schöne Zeit. Genießt es mindestens genauso viel wie Martin, auch wenn ihr vielleicht wie ich auch arbeiten müsst und sonst noch Verpflichtungen habt. Ich freue mich jetzt schon darauf, euch dann irgendwann Ende August wieder hier akustisch begrüßen zu dürfen. Und Sonnencreme nicht vergessen, sage ich jetzt nochmal an der Stelle. Genau, auf meiner Seite auf jeden Fall allen, die jetzt Urlaub haben oder waren oder kommen oder demnächst gehen oder wie auch immer, eine schöne Urlaubszeit. Ich bin dann mal 3 Wochen lang off. Werde in den 3 Wochen auch nichts fotografisch machen. Habe ich mir fest vorgenommen. Ich muss auch mal meinen Ellbogen auskurieren. Dem geht es auch nicht so ganz so gut. Oh. Und wir hören uns dann hoffentlich am 21. wieder. Und dann musst du was erzählen, weil ich habe ja nichts gemacht in der Zeit. Wir haben sicherlich auch 1000 Zuschriften, da müsst ihr einen schon wieder gekriegt. Ja, genau. Die heutige Folge war ja derartig kontrovers. Zuschriften ist ein gutes Stichwort, liebe Leute. Wir haben ja noch das schöne Formular mit Buzzwords, mit entweder oder. Themenvorschlägen, entweder oder, was auch immer. Overrated, underrated. Kippt uns rein, was ihr hören wollt. Wir wollen ja schließlich die 100 voll kriegen. Ja, und vor allen Dingen wollen wir uns nicht selber so viele Sachen ausdenken müssen. Ja, immer. Genau. Wir sind ja faul. Deswegen müsst ihr das machen. Und da wir jetzt bei Nummer 94 sind, ne, also ihr wisst, wir müssen mindestens noch 6 Folgen füllen. Und danach überlegen wir uns, fangen wir einfach von vorne wieder an mit den Themen. Mein Studio umgezogen, dann geht das Ganze wieder von vorne los hier. Ja, eben, du musst überlegen, die erste Folge ist dann so lange her, dann haben die alle vergessen, was wir am Anfang gelabert haben. Dann fangen wir einfach wieder von vorne an. Ja, machen wir. Das ist total praktisch. Geil. Ihr Lieben, in diesem Sinne, bis demnächst. Ciao.